Haben ja gar keine Prophezeiung. Mohammed hat nie ein Wunder vollbracht. Er hat nie etwas Doch, doch, prophezeit. klar hat Und er. Kriege, nein, nein, Kriege, Krieg ist keine Prophezeiung. Sorry, Nein, nein, Bruder. nein. Bruder, Um Gottes Willen. warte, Bruder. Ich bin, guck mal, wenn ich rede, kein einziges Wort aus meinem Mund, ich werde hier nicht lügen. Ich werde dir genau das sagen, was ich weiß. Ich habe die letzten 5, 6 Wochen, egal wen ich hier drinne hatte, über Prophezeiungen gefragt. Und ich habe gesagt, hey, ich möchte Sehr keine biblische Prophezeiungen, ich möchte nichts mit hohe Türme, die prophezeit, weil das gab es schon in der Bibel, hohe Türme, Ja. etc., Ich Tower kann Farm, dir, also ich etc. kann dir auch nur das erzählen, was ich weiß, ne? Ich bin jetzt natürlich kein Gelehrter, ich habe keine Islamwissenschaften studiert. Warte, ganz kurz, ganz kurz. Ich lasse dich auch gleich reden. Und das ist der Grund, woran ich gemerkt habe, die haben ja gar keine Prophezeiung. Hat der Islam irgendwelche Prophezeiungen in Bezug zu Gaza? Nein. Hat der Islam Prophezeiungen in Bezug zu falschen Propheten, wie bei uns in der Bibel erwähnt wird? Ja, mit Mohammed. Mohammed kommt sogar bei uns in der Bibel vor. Weißt du das? Er wird Heißt er, glaube ich, prophezeit. Achim. Aber, warte, er wird prophezeit, aber er wird prophezeit als falscher Prophet. Das steht bei uns in der Bibel drin. Das mag sein. Überleg mal, überleg mal. Es wird in unserer Bibel Mohammed prophezeit als falscher Prophet. Und da steht sogar drinne, lies. Und wenn er etwas nicht lesen kann, und das dreimal, genauso wie es bei euch vorkommt in der Höhle, überleg mal. Und das steht bei uns in der Bibel drinne. Also, wie kann man sagen, dass die Bibel verfälscht ist, wenn die Bibel aber genau das prophezeit, was bei euch drin steht? Das ist der Wahnsinn. Und deswegen kann man gar nicht mal das Wort in den Mund nehmen und sagen, hey, die Bibel ist verfälscht. Wäre die Bibel verfälscht, dann hätten wir diese Prophezeiungen nicht. Ohne Bibel gäbe es nicht mal den Islam. Warte kurz, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Wirklich, das ehrlich, keine Ausrede. Meine Mutter geht ja zum Flughafen, ich muss ihr ein wenig helfen. Ich würde gerne nochmal wieder reinkommen, wenn das okay ist. Wenn du die Zeit hast, gerne, klar. Ja, okay. Ich danke dir trotzdem. Ich habe dir trotzdem zugehört. Es ist wirklich keine Ausrede, ich muss wirklich meiner Mutter helfen. Ja, ist gar kein Problem. Aber hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich komme nachher wieder rein. Okay. Alles klar. Bis dann, ciao, ciao. Alles klar, ciao, ciao. So, dann holen wir gleich den nächsten hoch. Keine Ahnung, wer das ist. Wer ist das? Und dann machen wir auch gleich mit dem Thema weiter, Leute. Was die Bibel nochmal prophezeit, nochmal Bezug zu der Kaaba. Da habe ich nochmal was gefunden, auch in den Überlieferungsketten, Leute. Heute machen wir einen richtigen Knockout nochmal, Leute. Aber wir bleiben jetzt mal ganz entspannt. Braka, was können wir denn für dich tun? Genau, und zwar, du hattest gerade was angesprochen gehabt, ne? Dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Bibel erwähnt wurde, ne? Ja, als falscher Prophet und als die werden als Heidenvölker bezeichnet. Also auf jeden Fall nichts Gutes. Ja. Okay. Bei uns ist das so, die Bibel wurde ja verfälscht. Und das heißt, ein paar Sachen Okay. können stimmen, ein paar Sachen. Zeig mir mal irgendwo in den Urtext oder irgendwo in den Schriften, wo was verfälscht sein könnte. Bitte gebe uns mal heute mal den Beweis. Ich selber kann dir keinen Beweis geben. Ich kenne mich jetzt Also, nicht weil es auch gar 100%. keine gibt. Doch, hör mir nur zu, okay? Nein, gibt's nicht. Guck mal, Lass mich du mal kannst nicht hier ausreden. reinkommen. Guck mal, ganz kurz, ich muss dich kurz unterbrechen. Du kannst nicht hier reinkommen und sagen, die Bibel ist verfälscht. Und dann kommst du hier rein und weißt es nicht mal. Na doch, hör mir nur zu. Also, unser Prophet wird in eure Bücher erwähnt. Und die Menschen Als damals falscher wussten Prophet, das, ja. dass das die Wahrheit ist. Aber die Wahrheit wollten die natürlich verleugnen. Indem die gesagt haben, es wird ein falscher Prophet kommen. Und so wollten die Leute davon Kollege. abhalten, dass sie nicht an die Wahrheit glauben. Und mehr wollte ich auch Kollege, nicht sagen. dann lies mal, ich mach's dir noch viel einfacher. Lies mal, du hast ja Zeit. Bracker, bist du zu Hause? Ja, ich bin noch zu Hause, ja. Super. Dann geh mal auf Johannes Kapitel 5, Vers 36 oder ab 35. Lies uns das mal vor. Ne, hier, ja. Kannst du mir das vielleicht vorlesen? Ah, Leute, kommt schon, Mann. Ihr wollt immer reden, aber komischerweise, ihr habt nie einen Computer vor euch. Ihr habt nicht. Warum? Nein, wir sind arm, wir sind broke, mein Bruder. Wir sind broke.
Ganz Bro, nimm doch ein Handy zur Hand, ein anderes oder wie? Ich hab nie irgendwie was bereit. Zeig du doch was. Warum bist du jetzt so aggressiv, ja? Ich dachte, wir können mal nicht reden. Aggressiv. Einen Moment. Braka. Ja, Bruder, guck mal. Bruder, du kommst hier rein, sagst einfach, ja, die Bibel. Hör mal zu, du sagst, ja. die Bibel ist verfälscht. Das ist so, wie wenn ich jetzt hier reinkomme in den Chat und sage, ey, du hast geklaut. Okay. Ja. Was hat das und jetzt, damit zu tun? Jetzt ist das Ding, jetzt würdest du doch als normaler Mensch sagen, ja, kannst du es beweisen? Wer hat es gesehen? Gibt es Zeugen? Was es in der Bibel gibt, dass sie Jesus gesehen haben. Verstehst du, ohne Zeugen bewegt sich nichts, Bruder. Ich kann, ganz kurz. Ich kann sagen, was ich will über dich, aber wenn ich keine Beweise habe, Bruder, dann bringt das nichts. Dann sage ich lieber nichts. Was sagst du dazu? Wer ich? Ja, genau, was sagst du zu diesem Argument, was der mir gerade erzählt hat? Also ganz ehrlich, ich habe und jeder hier drinne ist mein Zeuge. Jeder meiner christlichen Brüder und Geschwister. Ach so, warte vorab. Lass mich kurz zu Ende mein Wort führen. Jeder meiner Brüder und Geschwister hier drinne sind meine Zeuge. Okay? Ich habe die letzten 6 Wochen jeden Einzelnen gefragt und komischerweise, ja, die Bibel, ihr sagt ja, die Bibel ist verfälscht, aber ihr holt komischerweise biblische Prophezeiungen und fügt es in eurem Buch hinzu, Euphrat, XY und noch weitere Prophezeiungen und fügt es in eurem Buch hinzu, aber dann seid ihr auch noch so frech und dann sagt ihr, die Bibel ist verfälscht, aber habt komischerweise biblische Prophezeiungen. Warum seid ihr so überhaupt? Guck mal. Warum klaut ihr von der Bibel die Prophezeiungen und fügt es in eurem Buch hinzu? Warum? Es ist doch verfälscht. Erstens, wir respektieren jede Religion und zweitens, Nein, Bruder, Bracker, ja, das ist Geh mal bitte darauf ein, was ich gesagt habe. Warum klaut ihr Prophezeiungen aus der Bibel und fügt es in eurem Buch hinzu? Warum? Okay, kannst du mir eine Prophezeiung nennen, welche du genau meinst? Euphrat? Was hat Euphrat in eurem Buch verloren? Euphrat austrocknet. Was hat das in eurem Buch verloren? Hallo? Komm mal. Was hat das in eurem Buch verloren? Euphrat. Was hat Euphrat in eurem Buch verloren? Das ist biblisch. Nicht Euphrat. Islam. Das ist biblisch. Okay, was steht denn genau im Koran über Euphrat? Kannst du mir das sagen? Euphrat, dass der Euphrat komplett ausgetrocknet sein wird. Und das steht bei euch auch drin. Was hat das bei euch verloren? Weil das die Wahrheit vielleicht ist. Das siehst du ja selber. Ach so, vielleicht. Komm mal, hör mir zu. Wir hätten selber an die Bibel geglaubt. Wir glauben auch an ein paar Sachen, was da drin steht. Aber nicht alles. Nur ein paar. Ja, nur ein paar, weil... Nein, die Bibel ist die Wahrheit, mein Freund. Braka, du bist Muslim, oder? Alhamdulillah. Okay, wenn was im Koran steht und du leugnest es, was bist du dann? Dann bin ich ein jemand, der das leugt, und dann bin ich... Okay. Du bist ein Käfer, oder? Ja, genau. Also, ich tue die Frage nochmal stellen. Ja. Wenn im Koran was steht und du leugnest es, was bist du es dann? Ich bin ein Käfer, aber das, was im Koran steht, leugne ich nicht. Wenn das im Koran steht, glaube ich dran. Okay, also in der Sura 29, Vers 46 steht geschrieben, und streite nicht mit den Leuten der Schrift, außer auf die beste Weise, außer mit denen, unter ihnen Unrecht begehe, und sag, wir glauben an das, was uns und euch offenbart wurde. Glaubst schon die Bibel, Braka? Ja. Jetzt glaubst du schon die Bibel? Nein, ich glaube nicht an die Bibel. Glaubst du? Allah sagt, aber du musst sagen, du glaubst daran. Glaubst du schon die Bibel? Ich glaube nicht an die Bibel, nein. Käfer. Allah sagt in der Sura 29, Vers 76. Und wir glauben an das, was uns und euch offenbart wurde. Warum, du Käfer, sagst du jetzt, du glaubst nicht an die Bibel? Aber was hat das jetzt damit zu tun, dass ich an die Bibel glauben muss, wenn das im Koran steht? Weil im Koran drin steht, dass du sogar an das Alte Testament glauben musst. Du kannst das nicht mal leugnen, du musst sogar dran glauben. Was steht im Koran drin? Alter, ich dachte, du. Wie, du weißt das nicht? Zeig mir das bitte, wo da steht, dass ich an die Tora glaube. Okay, wieder locker, zeig ihm das. Bitte, wieder locker, zeig ihm das. Bitte, zeig mir das, bitte. Achso, schau mal.
Schau mal, ich habe gerade davon was vorgelesen. Ich denke, er hat nicht verstanden. Hier Wer hat es nicht steht, verstanden? wir, Zeig ihm das bitte. Mach es also mal auf. Sura 29, ja, warte schnell, Bruder, warte schnell. Also Sura 29, Vers 46 heißt, wir glauben an das, was uns und euch offenbart wurde. Brak, was wurde uns offenbart? Euch wurde auch von Gottes Namen, auch von Gottes Leute offenbart. Uns wurde die Tora offenbart, der Okay. Sabbur wurde offenbart, das sind die Psalmen. Ich sag ja, Uns jetzt wurde die sage ich auch. Propheten offenbart und uns wurde das Injil offenbart. Okay, eine Richtig? Frage noch an dich. Wie Oder? viele Götter gibt es? Ich habe dich gefragt, warte schnell, hör zu, Ja. wechsle nicht das Thema. Du Okay. sagst, du glaubst nicht an die Tora, du glaubst nicht an das, was vor Mohammed offenbart wurde. Doch, Allah ich glaube sagt zu dran, ich dir, glaube dran. nein, nein, hör zu, ich habe dich gefragt, Ja. wenn du leugnest, was im Koran steht, dann bist du was? Hast du gesagt, ein Käfer. Du bist ein Ungläubiger. Und Genau. jetzt, ich habe einen Vers gebracht, Sura 29, Vers 46. Okay, und Allah sagt hier, du musst sagen, dass du sagen musst, wir glauben an das, was uns, das ist der Koran, und euch offenbart wurde. Richtig. Okay, was bedeutet denn euch? Kannst du mir das genau erläutern? Ja, Also, was das ist der wurde Volk euch der denn Schrift. offenbart? Genau, es wurden schon ja Propheten davor geschickt und da wurde schon eine Offenbarung an die Leute gesendet. Aber die Leute, War die zur wollten das Zeit nicht annehmen, Mohammed, war haben die das Tora entweder verfälscht verfälscht oder haben das war zur geleugnet. Zeit, hör zu, war zur Zeit des Propheten Mohammed die Tora verfälscht? Wenn Allah sagt im 7. Jahrhundert, dass du das sagen musst, dass du sagen musst, du glaubst an das, was uns offenbart wurde. Das glauben wir auch, das leugnen wir nicht ab, aber Nein, du wir sagst, nein, du sagen, glaubst nicht. doch, Du wir glauben dran. widersprichst dich die ganze Nein, nein, Zeit nein, nein, hier. nein, 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 nein. Natürlich, Wir einmal glauben sagst du dran, glaubst, aber wir einmal du glauben sagst du auch. glaubst nicht, einmal ist verfälscht, aber du glaubst doch und dann ist plötzlich wieder verfälscht, dann glaubst du wieder. Also du bist ein Käfer, ich Nein, habe dir gerade vorher du gesagt. verdrehst gerade meine Wörter. Wir glauben dran, was offenbart wurde, aber die Menschen zu der damaligen Zeit haben die Offenbarung nicht angenommen, die haben die entweder Wo verfälscht steht oder deine je nachdem, wie sie Philosophie gerade im haben wollten. Koran? Wo steht deine Philosophie im Koran? Zeig mir das bitte im Koran Okay, das. ich mach's einfach für ihn. Wieder Lies den locker? Koran Guck richtig mal, guck durch. mal, guck mal, ich mach einen Kurzprozess jetzt mit ihm. Guck mal, ich zeig ihn, ich zeig dir das. Okay, ich mach Kurzprozess. Alles gut. Ich küsse dein Herz. Alles klar. Und heute wirst du Christ, mein Freund. Ich zeig dir. Halt mal ja. Sure 5, Sure 5, Vers 68. Lies laut vor für uns bitte, für alle, die hier sind. Lies mal vor. O Leute der Schrift, ihr fußt auf nichts, bis ihr Tora und das Evangelium und das befolgt. Was zu euch, Aha. kannst du ein bisschen nach rechts, als Offenbarung von eurem Herrn herabgesandt worden ist. Guck mal, ich lese es dir vor, weil deine Wortwahl ist, aber ist nicht so schlimm. Ich Ich lese kann das es dir hier frisch vor. lesen. Oh, Leute der Schrift, ihr fußt auf nichts, bis ihr die Tora und das Evangelium und das befolgt, was zu euch als Offenbarung von eurem Herrn herabgesandt worden ist. Mein Freund, du musst das Evangelium annehmen. Das Was ist ja machen wir richtig. jetzt, Hör mir zu, Bracker? hör mir zu, hör mir zu. Willst du jetzt Allah, Weißt verleugnen, Bruder? du, was damit gemeint ist? Erstens, Weißt du überhaupt, was Evangelium ist? man kann die arabische Sprache nicht komplett eins zu eins übersetzen, weil Ja, die genau. arabische Ich Sprache wusste so genau, das kommt. vielfältig. Ich wusste es. Ich wusste Zweitens, lass mich es. doch Ich wusste ausreden. es. Zweitens, wir glauben dran, dass die Bibel herabgesandt wurde und wir glauben dran, dass die Tora herabgesandt wurde. Aber Philosophiert. die Menschen damals haben Philosophiert. die Sachen Wo entweder steht das im vergessen Koran oder verfälscht. Wo steht Wenn deine ich das so Philosophie bin, geschrieben? Hör auf zu philosophieren hier. Deine Geschichte will niemand Guck hören. mal, Das ist doch Bracker, eure Herzen. es hat keinen Wert, mit dir darüber zu sprechen, weil, weißt du, was mir aufgefallen Nicht ist bei ausreden, euch? die wollt die Wahrheit einfach nicht akzeptieren und das ist, Bracker, weißt ihr du, was im seid Koran? unbelehrbar. Es hat Es gibt keinen Wert. Menschen, deren Herzen blind sind. Genau, Dankeschön. Du musst erstmal lesen, weil du hast keine Ahnung von deiner Religion. Ich muss dich jetzt runtersetzen, weil es ist Schwachsinn, mit dir darüber zu sprechen. Und vor allem dieses Wort, wieder locker, du kannst mich auch bitte korrigieren, Bruder Herz, dieses Wort, was er genannt hat, nicht eure Augen sind blind, sondern die Herzen sind blind. Das habt ihr übrigens von der Bibel. Wollte ich nur mal so im Rande schon mal erwähnen. Ja, Der Mensch. nicht.
Nicht die Augen sind blind, sondern die Herzen. Das habt ihr übrigens aus der Bibel. Wollte ich nur mal sagen. Ja, ihr klaut alles aus der Bibel und egal, ich sag jetzt nichts. Ich will jetzt nicht gemein sein. Ne? Ich bleib locker, ich sag jetzt nichts, aber ihr klaut viel aus der Bibel. Wollte ich nur mal erwähnen im Voraus. So. Genau. So. Servus. Anak. Schönen guten Tag. Wie geht's dir? Ja, geht's. Krankheit kickt mal wieder. Oje, nicht gut, nicht gut. Ja, mein Buch verkauft's ja nicht so besonders, deswegen kann ich nichts machen, weil es fehlt halt Geld für die Medikamente und so ein Scheiß. Also warum? Was ist denn passiert, mein Lieber? Naja, ich leide ja unter der Fibromyalgie und Multiple Sklerose und da man mir meinen YouTube-Kanal entmonetarisiert hat, verdiene ich ja kein Geld mehr. Und ich brauche ja immer 3.800 Euro im Jahr, um diese Scheiße zu machen, ne? Therapiemäßig. Scheiße, okay. Das heißt jetzt, was ist jetzt? Naja, jetzt kommt die Krankheit halt schleichend zurück, bis sie dann wieder vollkommen ausbricht, ne? Okay, hast du mal versucht, das irgendwie ärztlich zu klären oder irgendwie im Krankenhaus? Was? Nee, ich nehme keine Chemie, ich nehme nur Gottes Apotheke. Gottes Apotheke hat... Ja gut, Apotheke ist ebenfalls Chemie. Nee, Pflanzenstoffe, Aminosäuren und so Zeug, also in einer sehr hohen Dosis hat mich ja 7 Jahre lang schmerzfrei gehalten, weißt du? Das ist ja okay, alles. Okay. Aber okay, worauf steht es eigentlich so eben hinaus? Guck mal, der eine meint doch eben so, das ist verfälscht, bla bla bla. Guck mal, der eigene Koran sagt doch, niemand kann Wort Gottes verändern. Das ist doch schon ein Knockout für die. Richtig. Und wie oft habe ich schon gezeigt, die auch. Ja, ne? Das ist ganz klar. Nee, auch so, dass Mohammed ja im Alten Testament, Jesaja habe ich dir gesagt, 29,12. Er ist ja da prophezeit, dass er... 29. Weißt du es noch? Mhm. Da wird ja eindeutig... Ja, das habe ich schon gesagt. Geredet. Ja. Ja. Deine Verbindung ist ganz schlecht, Bruder Herz. Echt? Ja, also jetzt höre ich dich wieder ganz genau. So, ja, also Anak, wenn du hier bleiben möchtest, kein Problem. Ich werde heute komplett eine Sache direkt in den Schatten stellen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auf jeden Fall darüber sprechen. Leute, wir hatten ja die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Monate... Da habe ich das ja mal angesprochen, wegen den Stein, der in der Kaaba ist. Okay. Und in 3. Mose habe ich ja sehr, sehr oft erwähnt gehabt, ja, wegen den Stein. Ja, der Herr hat gesagt, nimmt den Stein, wirft euch vor diesem Stein nicht nieder. Ja, stellt euch kein Bildnis, ja, in einem Land. Und was auch wirklich der Herr sagt, ich bin euer Gott und nicht dieser Stein. Wenn wir jetzt mit einem Moslem in einer Konversation oder beispielsweise einen Dialog führen und sagen, hey, ihr betet Steine an, sagen die, nein, wir beten kein Stein an. Aber Leute, ich habe etwas gefunden und ihr werdet einen Schock haben. Ihr werdet einen Schock kriegen. Ja. Wer nochmal 3. Mose, Kapitel 26, Vers 1 werden wir ansprechen. Ja, da gehen wir nochmal rein. Und ich werde euch das mal zeigen. Ne? Deswegen, Leute, lasst uns mal schauen, was der Herr über diesen Stein sagt. Und dann würde ich euch nochmal was zeigen. So, was steht hier? Ihr sollt keine Götzen machen. Ein Götterbild und eine Säule sollt ihr euch nicht aufrichten. Was ist in der Kaaba? Die haben sich eine Säule aufgebaut. Auch keinen Stein mit Bildwerk in eurem Land aufstellen. Was ist in der Kaaba? Was ist in diesem Land? Ein Stein, was sie sich aufgestellt haben. Was sagt der Herr? Sollt euch nicht davor niederwerfen. Was machen die? Die werfen sich vor diesem Stein nieder. So.
Denn ich, der Herr, bin euer Gott und nicht dieser Stein. So, jetzt aber gehen wir gleich mal in deren Überlieferungskette rein. Ich habe da was gefunden, Leute, und das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht, Leute. Ja, daran merkt man, dass das wirklich, daran merken wir, dass das wirklich Götzendienst ist. Wer war zuerst da? Die Bibel war zuerst da. 600 Jahre später kam was? Der Islam. So, jetzt gucken wir uns mal die Sache mal ganz genau an. Wir gehen jetzt mal in Jami' al-Tirmidhi. Schaut mal zu, Leute. Bitte, bitte, Leute, notiert euch das, macht mal einen Screenshot, Leute. Ist ganz wichtig, macht mal bitte einen Screenshot. Wenn alle einen Screenshot schon gemacht haben, Leute, dann macht mal alle ein Herzchen, Leute. Ich küsse eure Herzen. Macht mal alle einen Screenshot. Macht mal alle einen Screenshot. Wer einen Screenshot schon fertig gemacht hat, dann alle mal ein Herzchen rein. Dann lesen wir mal den Text. Alle mal einen Screenshot machen. Ganz wichtig. Ne? Das könnt ihr nutzen, um Dinge zu beweisen. Ganz einfach. Ne? So, Leute, ich lese mal vor. I saw Umar bin Al-Khattab kissing the black stone. Was? Kissing the black stone. Er hat den schwarzen Stein geküsst. Okay, jetzt machen wir mal weiter. And saying, I am kissing you. Aha. While I know that you are just a stone. Ich küsse dich. Obwohl ich weiß, dass du nur ein Stein bist. And if I had not seen the messenger of Allah kissing you, und würde ich den Propheten nicht sehen, dass er diesen Stein küsst, würde ich dich nicht küssen. Aber Leute, das ist nicht das, was wir haben wollen. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt speichert das hier, Leute. Ne? Speichert bitte das, der nächste, Jami al-Tirmidhi 861, das ist der nächste, Leute. Alle mal ein Screenshot machen, Leute, das wird sehr interessant am Ende. Ne? Das, was ich euch jetzt vorlese, ist noch nicht der Knockout kommt noch. Bitte das, alle screenshotten. Jetzt, that a man asked Ibn Umar, touching the black stone. Oh, touching the black stone. So he said, I saw the prophet touching it and kissing it. Er hat gesehen, wie der Prophet es angefasst hat und geküsst hat. Ja, und diese Kaaba, die gibt's ja bis heute noch, Leute. Ja. So the man said, what is your view if there is a throng around the Kaaba? Ja, was ist denn deine Sicht? And what is your view in the people overpowered me? Jetzt sagt aber Ibn Umar, leave, what is your view? Yemen, I saw the prophet touching it and kissing it. Jetzt wird's aber interessant. Jetzt gehen wir zum nächsten. Hab mir das mal ganz genau angeschaut. So, Leute, das ist der richtige Knockout, Leute. Speichert das mal bitte ab. Wenn ihr einen Screenshot gemacht habt, Leute, dann mache ich weiter. Ne? Bitte, bitte, Screenshot und ein Herzchen und dann mache ich weiter, Leute. Ne? Das ist extra für euch. Seid ihr ready, Leute? Alle Screenshot gemacht? Ja, ich küsse doch eure Herzen. Ne? So. When the Prophet arrived in Mecca, he performed 7 circuits of Tawaf around the house. Then he came to the Maqam and said, and take you people, the Maqam, place of Ibrahim, as a place of prayer. Then he prayed behind the Maqam. Then he came back, he came to the black stone to touch it. So, wir sehen, dass dieser schwarze Stein wirklich eine große Rolle spielt, Leute. Then he came to the black stone to touch it. Leute, jetzt kommt der Knockout. Then he said, we begin with what Allah begin with. Ach, wir beginnen mit das, was Allah begonnen hat. Das heißt, es fängt mit diesem Stein an. Sie beten diesen Stein an und werfen sich vor diesem Stein nieder, sagen aber, nein, nein, wir beten keinen Stein an. Doch! Was hat er gesagt? We begin with what Allah begin with. Began with, sorry. Und wo fängt das an? Mit diesem schwarzen Stein.
Deswegen werfen sie sich ja nieder vor diesem schwarzen Stein. Sie werden es leugnen. Nein, wir werfen uns nicht vor diesem Stein nieder. Doch, das tut ihr, denn das hat genau euer Prophet gemacht. Leute, screenshotten. Das ist Knockout. Das ist Götzendienst. Die können noch so lachen, wie sie wollen. Das ist Götzendienst. Ganz einfach. This is original. Also Leute, was sollen wir noch hinzufügen? Das ist das nicht Götzendienst, Leute? Bitte bestätigt mir, ist das nicht Götzendienst? Schwarzer Stein, ist das nicht Götzendienst, Leute? We begin with what Allah began with. Und das hat mit diesem Stein angefangen. Ist das nicht Götzendienst, Leute? Ist das nicht Götzendienst, Leute? Ich möchte das alle mal ein Ja schreiben. Ist das nicht Götzendienst? Wenn nein, dann alle ein Nein. Aber ich sage ja, das ist Götzendienst. Denn das hat alles mit diesem schwarzen Stein angefangen. Das ist Götzendienst, Leute. We begin with what Allah began. Götzendienst. Und dann versuchen die, unsere Brüder, unsere schwarzen Brüder und Geschwister zu konvertieren. Damit wir hier was machen mit dem schwarzen Stein, dass wir uns vor diesem schwarzen Stein nieder. Nein, auf keinen Fall machen wir das. Auf keinen Fall. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ja, so lange könnt ihr reden. Ich bin gleich wieder da. Ja, kommt jeden Tag was Neues raus, ne? Interessant ist Sahih Bukhari, Band 8, 73, Hadith Nummer 224. Was steht da denn? Überliefert von Abu Hurey, Allahs Apostel sagt, der schrecklichste Name in Allahs Augen am Tag der Auferstehung wird der eines Mannes sein, der sich Malik al-Ammak, der König der Könige, nennt. Wow. auch Schachmatt sofort. Kannst du das mal irgendwie... Also Leute, ich hab euch das jetzt mal gezeigt. Das musst du gleich mal den Text sagen. Jetzt frage ich euch eigentlich ganz kurz, Anak, ihr könnt gleich alle reden, nur gebt mir diese Möglichkeit, weil ich wollte heute meine Brüder und Geschwister zeigen, ja, die, wenn irgendeiner hier ist, der an Christus zweifelt, das ist der Beweis, dass sie an Götzen glauben. Sie können sich verteidigen, wie sie wollen, Leute. Ganz einfach. We begin with what Allah began. Und das hat mit diesem schwarzen Stein angefangen. Ich hab's euch gezeigt, Leute. Mehr muss ich euch nicht mehr zeigen. Das war's, Leute. Das Internet ist zu mächtig geworden. Islam ist dann. Ist vorbei. Bruder Lukas, mir geht's gut. Leute, Islam, es ist vorbei. Leute, es ist vorbei. Die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Hier sehen wir ganz klar, we begin with what Allah began with. Und das hat mit dem schwarzen Stein zu tun. Was steht in 3. Mose, Kapitel 26, Vers 1? Werft euch nicht vor einem Stein nieder. Kein Götterbild oder erstellt eine Säule in euer Land und werft euch davor nieder. Denn der Herr Jesus Christus, dein Gott, ist euer Gott. Ganz einfach. Und dann versuchen die uns, ja, sobald wir verloren gehen, nur weil wir ein bisschen vielleicht zweifeln, ja, dann versuchen sie wie Wölfe unsere Brüder zu schnappen. Ja, so. Die kommen wie Wölfe und schnappen sich, die einsam und alleine sind. Hey, konvertiere, denn wir sind die Wahrheit. Und genau deswegen haben wir diesen Stream, Leute. Wisst ihr warum? Wir sind in der Wahrheit, Leute. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir sind in der Wahrheit. Und wenn hier drinnen ein Moslem ist, der das gesehen hat, was ich hier zeige, dann bitte schaltet hier oben ein, denn es ist ernst. Es müssen Seelen gerettet werden. Und das funktioniert nur, wenn man die Wahrheit erkennt. Ganz einfach. Ja.
Ist einfach so. El Padre, Bruder, ich küsse doch dein Herz, Mann. So. Mach mich mal bitte ganz kurz. Mhm. Ganz kurz? Ja. Ganz kurz, ne? Gib mir nur 5 Minuten, Bruder. Ich küsse doch dein Herz. Ja? An alle, die da sind, ich küsse doch dein Herz. Ganz kurz. So, jetzt hat er aber die Verbindung unterbrochen, oder? Doch, da ist er. Hallo? Ja, was ist das? Ich möchte nur kurz was sagen, bevor ich gleich wieder weg muss. Und zwar, meinst du mit Stein die Kaaba? Richtig, das ist Götzendienst. Das ist ein Stein, ich wusste nicht, ich dachte, das wäre ein Haus. Ist das nicht ein Haus? Willst du mal ein Video sehen, was die da machen, weil dass sie diesen Stein, Stein, du willst sagen, weil es aus Stein gebaut wurde, ist, dann ist doch an dem der Stein, worin du lebst, oder das Holz, keine Ahnung, dann lebst du ja auch in einem Metall, oder nicht? Da drinnen ist ein Stein und diesen ja, weil Stein da küssen ein Stein die. Ist, heißt es, hä, warte, was? Nur weil da drinnen ein Stein ist, heißt das, wir beten einen Stein an? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum? Dein Prophet sagt doch selber, es hat alles damit angefangen mit Allah. Allah, okay, womit hat Allah gesagt, begonnen? Stopp, womit hat Allah begonnen? Mit dem Stein. Damit begrenzt du Allah subhanahu wa ta'ala mit der Erde. Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht mit der Erde angefangen. Allah also, hat immer. Dann fangen Allah wir vor der Erde. Das heißt, du begrenzt Allah subhanahu wa ta'ala mit der Erde. Ganz einfach. Guck mal, du hast trotzdem keine Ahnung, weil ich habe was vorgelesen. Sunnite, mein Bruder, ich bin kein Sunnite, ich bin ein Schiite. Du bist ein Schiite, ja, dann warum kommst du dann von denen ab? Okay, ja gut, dann warum kommst du dann hoch? Ich sage dir nur so, auch abgesehen von Sunnite oder Schiite, das, was gesagt wird, ergibt keinen Sinn, weil erstens das Haus Gottes ist kein Stein, weil das ergibt einfach gar keinen Sinn. Dann ist das okay, und was sagst du dann zur Kaaba? Warte mal. Ganz kurz, lass mich mal bitte ja, kurz reden. Was sagst du dann zur Kaaba? Warum werfen die sich vor der Kaaba und küssen den Stein? Warum machen die das? Okay, weil sie den Stein küssen, heißt das, dass sie diesen Stein. Oder das Haus, was aus Stein gebaut worden ist, beten sie diesen Stein an? Ergibt das Sinn für dich? Sie werfen sich vor diesem Stein nieder. Das ist die Gebetsrichtung. Das ist die Gebetsrichtung, aber sie beten diese Überlieferungskette. Warte, stopp, du kannst nicht eine Aussage tätigen, ohne die Intention der Menschen zu gehen. Beispielsweise, es gibt zahlreiche Beispiele, du kannst nicht ohne Intention gehen. Es ist doch nicht Mo, die Intention. Ich schon mal Hatsch gegangen, Mo. Warte kurz, bitte. Die Intention ist nicht, das Haus anzubeten. Das ist die Gebetsrichtung. Du begreifst es nicht. Nein, du möchtest nur das begreifen. Guck mal, ich möchte ehrlich, du bist ein netter Typ wahrscheinlich, das kenne ich nicht. Aber das, was du gerade sagst, ergibt wirklich keinen Sinn, weil ohne dich Kollege, anzugreifen. Kollege, ja? Nochmal. Ich ja, mach's noch dir gründlich und ich mach's dir klar noch einmal. Keiner wirft sich vor einem Stein nieder und das macht ihr. Es geht nicht darum, dass es die Gebetsrichtung ist, sondern alle werfen sich vor diesem Stein nieder. Und okay, selbst in der Überlieferungskette, lass mich mal ausreden bitte, selbst in der Überlieferungskette lesen wir, we begin with what Allah began. Ganz okay, einfach. Mit was hat Allah subhanahu wa ta'ala begonnen? Also mit was hat es diesen Stein, the black stone. Er hat das erste, was er gemacht hat, war der Stein und dann das war's? War davor nicht? Nein. Wir fangen mit dem an, was Allah angefangen hat. Und das ist der Stein. Denn der Stein ist für euch heilig. Okay, ich mach's dir einfach, Mo. Ist der Stein für dich heilig? Wie bitte? Ist der Stein für dich heilig? Heilig. Ist ein heiliger Ort für uns Muslime, genau. Nein. Du kannst nicht eine Frage so stellen, so wie die du möchtest. Du musst eine Frage nach dem Sinn. Guck mal, Kollege, komm erstmal runter, weil wenn du nicht reden kannst, schmeiß ich dich raus. Weil ich merke, du bist sehr unruhig, das hat keinen Wert mit dir zu reden. Okay, rede. Ja, also ich stelle dir diese Frage noch einmal. Wenn du unruhig wirst, schmeiß ich dich raus. Sorry, tut mir leid. Ich kann mit so jemandem nicht reden. Du musst mich auch ausreden lassen, okay? Ich frage dich nochmal, ist der Stein für dich heilig, ja oder nein? Das Haus meinst du? Das Haus ist heilig, ja. Kein Stein ist das Haus. Der Stein ist nicht das Haus. Dankeschön. So, Leute, habt ihr gemerkt, weil er genau weiß, wenn er ja sagt, dann ist es schon Götzendienst. Und wisst ihr warum? Dieser Stein ist für sie heilig. Sie wollen nicht ja sagen, weil sie genau wissen, es ist ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ganz einfach.
Der Stein ist sehr, sehr heilig für diese Leute. Und das ist Götzendienst. Fertig, Punkt, aus. Daran wird nichts ändern. Weil wenn jemand lügt, schmeiß ich ihn raus. Ich hasse Lügen. Vor allem, wenn es um Glaube geht. Wenn es um Glaube geht. Und wenn da jemand so ekelhaft lügt, ich schmeiß ihn raus. Ich hasse Lügen. Sei ehrlich, sag einem entweder nein. Nein ist nicht heilig. Oder sag ja, es ist heilig. Das war's. Ja, ganz einfach. Next. Hier lügen. Ja, Bruderherz. Ja, Bruderherz. Der Stein ist deswegen bei denen heilig, weil sie ja glauben, dass er aus dem Paradies kommt und dann auf Erden schwarz wurde. Ja, das hat ja mit Allah, es hat ja mit Allah angefangen. Der hat sich ja eigentlich vorhin selber den Schlag gegeben, weil es hat ja mit Allah angefangen. Aber egal. Bruder, deine Kamera ist verdammt dreckig. So jetzt. Was ist denn das? Ja. Das ist Sahih al-Bukhari Band 8, 73, Hadith Nummer 224. Überliefert von Abu Huray, Allahs Apostel sagt, der schrecklichste Name in Allahs Augen. Ich kenne das schon. Am Tag der ja, hier wird über Jesus gesprochen. Der König der Könige. Ja, ja, ich kenne das schon. Okay. Ja, ja. Vielleicht kannten es einige andere nicht. Nee, nee, ich kenne das schon. Die meisten kennen das auch schon hier drinnen. Also das ist gar kein Problem, das kennen die meisten. Gut. Ich mach mich mal wieder groß, ganz kurz. So. So, jetzt holen wir mal, keine Ahnung, wer ist das hier? Holen wir mal den hoch. Danke. Mel, was kann ich denn für dich tun? Mel. Oder Mel, was kann ich denn für dich tun? Hast du mich vergessen? Nein, aber es sind so viele Leute, die immer reinkommen, da musst du mich bitte nochmal korrigieren. Ich bin die Jesidin. Ah, stimmt. Jetzt weiß ich wieder. Ja. Ja, Schwesterherz, möchtest du was sagen? Weil ansonsten hole ich kurz jemand anders hoch. Okay, du kannst mich runtermachen. Möchtest du was sagen? Sag ruhig. Nein, alles gut. Hast du irgendwas auf Herzen? Mm-mm. Bist du ganz sicher? Ja. Ganz, ganz sicher? Mhm. Okay, okay. Nachher mache ich die jesidische Flagge extra für dich rein. Ne? Okay, Maus. Alles klar. Okay, ich küsse doch deine. Ich deins auch. Ciao. Ciao, ciao. Ne, Leute, und das ist ganz wichtig, Leute, dass wir unsere Brüder und Geschwister gemeinsam unterstützen. Seht ihr? Sie kommt rein, wir begrüßen. Ne? Alles mit Liebe, Leute, das ist ganz wichtig. Aber Leute, wisst ihr, in was ihr wirklich schlecht seid? Leute, das geht so nicht, Mann. Was ist los mit den Likes? Wollen wir jetzt endlich mal Richtung 100.000 gehen, Likes? Oder, Leute, was stimmt da mit euch nicht? Das gefällt mir so nicht, Leute. Ihr wollt, dass ich live komme und dann tut ihr mir das auch noch an. Leute, das geht so nicht. Nein, Spaß beiseite, ist doch euch überlassen. Katharina, danke, ich küsse doch dein Herz. Lando. So, jetzt gucken wir mal, wer da ist. An Bruder fragt dich, wieder locker, My Life, Anak, ich lasse euch auch gleich reden. Ich gehe immer kurz mal die ganze Liste hier durch, ne, und dann Manal, ich lasse dich gleich hoch, Schwester. Manal, okay? Patrick, Jonas, ich küsse eure Herzen. Ne? Grüß Gott. So, grüß Gott, du bist doch bei der Arbeit. Na endlich, ja, ich habe gerade eine kleine Raucherpause. TikTok-Sport. Ja, aber du hast doch gesagt, du bist bei der Arbeit. Du kannst ja, jetzt nicht. Ja, ich habe ja gerade eine Raucherpause, Flex. Okay. Ich wollte nur kurz zu dem sagen, was du gesagt hast. Mhm. Diese Überlieferung, die du gerade brachtest, von sunna.com. Hör auf. Sollen wir bei Al-Tafsir gehen und die Erklärung, sollen wir in anderen Überlieferungs- oder sollen wir in anderen Homepages gehen? Ist genau dasselbe. Hast du vergessen, was ich Schiite bin? Ja. Ja, Bro, also. Es ändert trotzdem nichts an der Situation, dass ihr euch vor diesem Stein niederwerfen tut. Es ist ja die Gebetsrichtung, Bruder. Ja, aber du kannst dich nicht vor einem Stein niederwerfen, das geht nicht. Nein, es geht ja nicht vor den Stein, nicht für den Stein, sondern für Gott. Und er hat uns halt diese Gebetsrichtung gegeben.
Guck mal, weißt du, bei dir ist extrem laut. Tut mir leid, ich bin gerade hier auf der Arbeit, wie gesagt. Meinst du mit schwarzer Stein die Kaaba? Milchcheck, ich küsse dein Herz. Du meinst ja mit schwarzer Stein die Kaaba, richtig? Die Kaaba, genau. Weißt du, von wem die gebaut wurde? War das nicht Abraham, laut Überlieferungskette? Genau. Mhm. Nicht Überlieferungskette, sondern allgemein auch laut der Religion. Was habt ihr dann daraus gemacht? Eine heilige Stätte. Eine heilige Stätte? Weißt du genau, was da drin war? Da waren 300 Götter, die ihr angebetet habt. Nein. Wer sagt denn sowas? Ich such dir die Überlieferungskette raus und dann liest du es mir vor. Ich such's dir raus. Moment. Such es mir aber bitte aus schiitischen Überlieferungen raus. Ah. Ja, Bruder, es ist wichtig, weil unsere Überlieferungen, Flex, du musst eine Sache verstehen. Bei uns Schiiten, Muslimen, Schiiten, die Überlieferungen, die wir haben, sind von der Familie des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Wir nehmen nicht von irgendwelchen Leuten Überlieferungen an, die Fehler haben können. Bei uns müssen es fehlerfreie Menschen sein, die von Gott erwählt sind, weißt du, also Kalifen. Zum Beispiel, jetzt die Kaaba wurde als Gebetsrichtung ausgewählt. Du sagst, du bist bei der Arbeit, aber man hört bei dir zu Hause Kinder. Ja, ich habe ja 5 Minuten, Brudi. Du hast 5 Minuten, aber du bist bei der zu Hause mit... Okay. Nicht zu Hause, ich bin gerade vom Saturn. Ich bin gerade vom Saturn. Wie gesagt, die Kaaba wurde von Abraham aufgebaut. In der Kaaba ist unser erster Kalif auf die Welt gekommen. Ali, falls dir der Name dir was sagt, Imam Ali. Ja. Sagt dir der Name was? Ja. Ali sagt mir was, ja. Ja, genau. Der erste Kalif, der Cousin und der Schwiegersohn des heiligen Propheten, ist dort auf die Welt gekommen. Und das ist halt nur eine Gebetsrichtung, mein Bruder. Also ich weiß nicht, wie du jetzt die Kaaba als Götze ansiehst, weil wenn jetzt ein Splitter vom Kreuz vom heiligen Jesus, alaihissalam. Da du Schia bist, gebe ich dir jetzt ein Vers nur aus dem Koran. Du glaubst ja an den Koran, oder? Na klar. Okay. Kann ich dir eine Vorfrage stellen? Da du ja die Kaaba wegen dieser Argumentation, die du stellst, als Götze siehst. Weil ganz da Menschen einfach, weil ja die Kaaba küssen. Weil die Bibel sagt, dass ihr in diesem Land euch ein Götterbild gemacht habt und eine Säule aufgebaut habt, was ihr natürlich auch habt, und dass ihr das zum Götzen genommen habt, ganz einfach. Und das steht in der Bibel drin. Was tust du, Flex, Bruder? Ich brauche jetzt eine ehrliche Antwort von dir. Was machst du, Nee, ich frage dich ja. Die Bibel ist für mich genauso heilig wie für dich. Guck mal. Was tust du? Du kannst nicht zwei Götter dienen. Funktioniert nicht mal. Habibi, warte bitte. Guck mal, den Gott, die originale Bibel ist bei Jesus, alaihissalam. Ich glaube an falsch, natürlich. Falsch. Hör bitte zu. Falsch. Was tust du, wenn du einen Splitter vom Kreuz des heiligen Jesus, alaihissalam, in der Hand hältst? Ey, ich würde sie küssen. Ich würde meine Stirn drauflegen. Ist das jetzt eine Götze? Flex? Aber wir müssen, weißt du warum? Also, du bist Götze, weil du betest diesen Nagel an. Du sollst nicht diesen Nagel anbeten, du sollst den Herrn Christus. Na doch, du vergötterst es. Ja, nein, die Kaaba bete ich auch nicht an. Ich bete Gott an. Es ist nur eine Gebetsrichtung. Gott hat uns dies als Gebetsrichtung gegeben. Dann frage ich dich noch einmal, warum? Ja. Warum verprügeln die sich fast in der Kaaba, dass sie diesen Stein küssen? Ich weiß nicht, ich arbeite nicht genau so hier. Also guck mal nochmal bitte. Nochmal, kannst du die Frage nochmal stellen? Mich hat jemand was gefragt, sorry. Oh je. Tut mir leid, komm, frag mal bitte wieder. Darf ich kurz was fragen? Ich habe eine Frage, ganz kurz, Bruder. Madara, ich habe aber noch eine Minute, Bruder. Ja, bitte. Ja, guck. Bruder, jetzt bin ich rausgekommen. Ah, genau. Hier, du hast gesagt, die originale Bibel ist bei Jesus. Was macht Jesus mit der originalen Bibel? Warum verteilt er sie nicht? Damit sie euch zeigt, wie die wirklich... Bitte?
Warum verteilt er sie nicht? Also er versteckt sie vor uns. Er nimmt sie weg und behält sie für sich. Nein. Guck mal, die Bibel, die originale Bibel. Ich mach da einen ganz kurzen Prozess. Erstens waren wir zuerst da. Jesus Christus, yeah, als er vom Kreuz, als sein Fleisch gestorben ist, ja, hat er am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Sein Inwiefern Evangelium, war hier als erstes da? Sorry. Ganz kurz. Sein Evangelium ist vollbracht. So, somit haben wir Johannes, Lukas, alle anderen, die das verfasst haben, die 12 Aposteln, haben das Evangelium verfasst. Und somit wissen wir, dass dieses Buch die Wahrheit ist. Ganz einfach. Okay. Wenn jemand 100 Jahre später kommt, 200, 300, 400, 500, 600 Jahre später kommt und uns erzählen möchte, hallo, mein Name ist Mohammed, es erschien ihnen nur so. Einer, der noch nie Jesus gesehen hat, will uns sagen, was mit Jesus Christus passierte. Wer war der erste Prophet? Was meinst du, wer war der erste Prophet? Wer war der erste Prophet? Also, wie viele Propheten gibt's, Flex? Puh, also wenn wir jetzt in der Bibel reinschauen, die Brüder können mich auch korrigieren. Also, oder machen wir es ganz einfach. Abraham ein Prophet? Noah war der Erste. Noah war der Erste. Adam war der Erste. Aber Noah war einer der besten Propheten. Okay. Aber Noah. Ich sage okay, Noah. Aber wenn du sagst Adam, okay. Kommen wir zu Noah. Aleyhisselam, okay. Friede sei mit ihm. Moses. Wann hat er gelebt? Moses. Wann hat Noah, Friede sei mit ihm, gelebt? Puh, in der Zeit von... Boah, da stellst du mir jetzt Fangfragen hier, da müsste ich reinschauen. Ich glaube, das müsste in der Zeit von... Oder wer weiß... Nochmal was? Er hat sehr lange vor Jesus, Friede sei mit ihm, gelebt, richtig? Noah, Friede sei mit ihm gesehen. Aber was ist denn speziell deine Frage? Geh mal ganz in die Materie rein. Was ist denn also dein Argument, dass Jesus oder Mohammed sallallahu alaihi wa alaihi, Jesus, Friede sei mit ihm, alaihi salam, nicht gesehen hat, so ein Argument ist Schwachsinn, mein Bruder. Das ist genau dasselbe, als würde ich sagen, ja, Jesus, Friede sei mit ihm, hat nur Friede sei mit ihm nicht gesehen, also von daher, naja, Bruder. Ja, aber guck mal, du stellst mir Fragen, aber du hast meine Fragen nicht beantwortet. Welche Frage? Also, ich stelle diese Frage noch einmal und ich möchte bitte, dass du darauf eingehst, weil du hast mich jetzt gefragt, wer ist der erste Prophet, wer ist dies, das. Also bist meiner Frage etwas ausgewichen. Guck mal, ich stelle dir die Frage nochmal. Aha. Also wenn der Herr Jesus Christus klipp und klar sagt am Kreuz, es ist vollbracht, und die 12 Aposteln, die das verfasst haben, ja, es ist vollständig. So, da kommt einer 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre, 4, 5, 600 Jahre, ja, der Jesus noch nie gesehen hat, warum will der uns sagen, dass unser Evangelium falsch ist? Der noch nie mit Jesus eine Gemeinsamkeit hatte, noch nie mit ihm eine Verbindung, gar nichts. Also weil wie kann Jesus, so jemand über Jesus und soll ich dir mal was sagen? Soll ich dir mal was sagen? Guck mal, ich gebe dir jetzt mal einen sehr, sehr schönen Vers. Moment. Lass mich auf deine Frage erstmal eingehen, mein Bruder. Weil Jesus, Friede sei mit ihm, selber gesagt hat, dass nach ihm jemand kommen wird, den man zu folgen hat, der alles andere an Weisheit und Wahrheit bringt. Lies mal Jeremia 29, Vers 11. Lies uns das mal bitte vor. Ich bin auf der Arbeit, Brudi. Okay. Kleinen Moment. Ich habe ja gesehen, du bist bis 1 Uhr live, richtig? Dann werde ich ja auf jeden Fall später kommen. Um die Frage ich mit dir alles durch. Madara, Kündigung ist raus, Bruder. Merk dir nein, das. Nein, Bruder, warte. Ich bin Promoter. Ich bin selbstständig. Also guck mal. Okay, ganz kurz. Wir machen das ganz kurz. Live. Ich möchte dir beweisen,
dass du ja gerade gesagt hast, das ist ein ganz schneller Knockout, weil, richtig, Mohammed wird in der Bibel prophezeit, aber weißt du, als was er prophezeit wird? Nicht als falscher Prophet, komm mir nicht damit an. Nein, wird er nicht. Doch, er wird als falscher Prophet. Ich hab's gelesen, Er wird nicht explizit als falscher Prophet beschrieben. Nein, wird er nicht. Jesus sagt in der Bibel, dass es Leute kommen werden, die falsche Propheten sind. Man soll sie prüfen mit ihrem Geist und ihrer Weisheit. Ich habe das schon alles durch, Bruder. Nein, und wenn ich wirklich Feierabend habe, komme ich wieder rein. Aber dann musst du mich auch wirklich hochholen, Bruder. Ich will nicht so lange warten, bis mir Wurzeln wachsen. Ich werde jetzt jeden beweisen, dass er als falscher Prophet offenbart wird. Gut, holst du mich später hoch und dann beweise ich es dir. Ach, kein Problem. Was willst du beweisen? Die Schriften lügen nicht. Aus der Bibel. Du glaubst an die Bibel? Ich auch. Und wir holen das gemeinsam raus, okay? Also, wir machen das jetzt ganz einfach. Mein Wort und dein Wort in Gottes Ohr. Ich werde heute Abend gegen 0 Uhr oder 1 Uhr bei dir reinkommen und dann öffne ich für dich die Bibel und dann zeige ich es dir. Es wird sich nichts daran ändern, dass die Wahrheit ist. Was ist, wenn ich es dir zeige? Natürlich ist die Bibel. Die originale Bibel ist natürlich die Wahrheit. Und die ist beim Herrn Jesus. Wo ist denn die originale Bibel? Habe ich doch gerade gesagt. Wo ist denn die originale Bibel? Beim Propheten Jesus, alayhis salam. Aha, und warum sollte er seine Worte Deswegen sage ich ja nicht umsonst, dass die Bibel, die wir heute haben, verfälscht ist. Und die Bibel Wie kommt ihr dazu, Flex, dass die Bibel verfälscht ist? Zeige ich dir heute, okay? Warte, Madara, geh nicht weg. Bleib hier kurz. Eine Minute. Wenn die Bibel verfälscht ist und du sagst, der Islam ist richtig, möchte ich von dir nur eine Sache. Ich will von dir keine biblischen Prophezeiungen, nichts, was mit Krieg zu tun hat. Gib mir mal eine islamische Prophezeiung ohne ein Haus, der gebaut worden ist, ein großes Haus, was auch immer, weil das steht in der Bibel. Die Bibel ist ja verfälscht. Gib uns mal eine islamische Prophezeiung. Bitteschön. Mach ich. Heute Abend zeige ich dir alles. Ey, Bruder, ich habe jetzt nicht alles in der Hand. Ich will es dir zeigen. Ja, zeige ich dir doch heute. Nein, sag es. Sag es doch. Eine. Warte. Okay. Nur eine Prophezeiung. Eine. Eine einzige möchtest du haben. Und was ist, wenn ich dir die bringe? Aber ich möchte eine Prophezeiung, was sich erfüllt. Bitteschön. Ja klar, das erfüllt sich 100%. Keine biblische Prophezeiung. Ja klar, 100%. 100%. Du meinst mit Prophezeiung Verkündung, richtig? Meinst du noch so? Bruder, das ist nicht dein Ernst, oder? Bruder, mach nicht diese Gesichtszüge. Komm, sag jetzt ja oder nein. Bruder, das ist nicht dein Ernst. Du weißt nicht, was Prophezeiung ist. Doch, weiß ich. Es gibt halt unterschiedliche Definitionen von Prophezeiung. Ich will wissen, wie du es verstehst. Prophezeiung, etwas, was passieren wird. Vorhersagen, etwas, was passieren eine wird. Eine Trilliarde Prozent gebe ich dir die. Eine Trilliarde Prozent. Gib mir jetzt eine. Sure 49, eine. Vers 12. Das ist eine von vier. Nenn mir, sag es mir. Was prophezeit sich, was? Am Tage der Auferstehung wird eine Sache das sehr stark passieren. Falsch! Falsch! Nein, das steht nein! In der Bibel drin. Wrong! Ey! Du machst einen fatalen Fehler, Bruderherz. Du machst gerade einen fatalen Fehler. Doch. Und die gleiche Sache steht auch in der... Ich zeige es dir heute Abend. Hol mich heute Abend hoch, Bruder, du bist bis 1 Uhr live. Ich komme und dann gehen wir zusammen. Bruder, siehst du, ihr habt keine. Ihr habt keine. Doch. Ihr habt gar keine. Null. Ich sage doch, Flex, wenn ich dir heute Nacht keine bringe, dann sag ich, ihr habt keine, okay? Ich singe sogar mit dir zusammen, wir haben keine. Ey, komm bitte nicht mit Euphrat, wird ausgetrocknet, wehe, du Bruder kommst Herz. Mit biblischen Prophezeiungen. Bruderherz, erstens, wenn ich heute Abend komme, gehe ich mit dir die Prophezeiungen durch, dann gehe ich mit dir die Bibel durch, dann gehe ich mit dir den Koran durch, okay? So, und wenn ich dir keine, guck mal, ich sag's hier vor 340 Leuten, wenn ich hier keine Prophezeiung hole, an sogar die du selber glauben wirst oder glaubst, dann singen wir zusammen im Chor mit den ganzen Jungs hier drinne, wir haben keine Prophezeiung, okay?
Okay, Bruderherz. Aber du musst mich wirklich auch heute Nacht dann hochholen. Guck mal, bevor du gehst. Ich hab dich jetzt eine Sache gefragt. Du kommst heute Nacht nicht. Doch, komm ich. Du hast gesagt, später, kein Problem. Ich werde dich aber trotzdem nochmal eine einzige letzte Frage stellen und ich wette, bei dieser Frage ist Schicht im Schacht. Aber ich küsse dein Herz, kein Problem. Alles gut. Achso, willst du sie dann später stellen? Ich stelle sie später. Okay, aber dann werde ich dir auch eine Frage stellen. Und wenn du sie nicht beantworten kannst, Bruder, dann hör auf, über den Islam zu reden. Darum bitte ich dich. Du kannst tun, was du willst. Ich küsse dein Herz. Ich kläre meine Brüder und Geschwister darüber auf. Ich muss das machen. Ich auch. Und deswegen, dann lass uns das zusammen machen, okay? Zusammen. Es ändert nichts daran an der Situation, dass meine Geschwister und Brüder die Wahrheit kennen. Guck mal, Bruder Herz. Ja. Mein bester Freund, mein allerbester Freund, ist ein, ich glaube, woher war er? Ich glaube aus Kamerun. Ja. Und er ist auch christlich. Ja, den willst du auch manipulieren, oder? Nein, gar nicht. Ich gehe mit ihm zusammen. Guck mal, ich komme aus Berlin, Bruder Herz. Ich gehe mit ihm zusammen zum Berliner Dom. Wir gehen zusammen zur Kirche in Neukölln. Er kommt zusammen zur Moschee. Hör mal zu, Bruder Herz. Ich schwör's dir. So. Ein Zusammenleben ist das Schönste, was man machen kann. Okay, ist das Schönste. Das ist laut Christentum so Frieden, laut Islam so Frieden. Okay? Aber es ändert trotzdem nichts daran, dass wir zusammen diese ganzen Themen heute Abend durchgehen werden. Okay? Hey, kein Problem, ich habe kein Problem damit, aber ich sag dir aber jetzt schon von vornherein, wenn du diese Themen aufmachst, dann geben wir dir Big Screen und du zeigst uns das direkt aus der Schlacht der Welt. Ich krieg einen Anruf, warte. Ja, okay. Also Leute, da sind wir mal heute Abend gespannt, ne? Wenn er die Bibel-Server aufmacht und dann schauen wir uns mal die Verse ganz genau an. So, jetzt höre ich dich wieder. Was hast du gesagt? Also nochmal, heute, wenn du am Computer bist, dann gehst du auf Bibel-Server und dann machst du die Verse auf, die du kritisierst und wir schauen uns das mal an. Weil ohne Beweis, nur aus deinem Mund, ist für mich kein Beweis, sondern wir zeigen. Okay, ich zeige die Kriterien aus Quellen. Der Bibel und auch Beweise aus der Bibel. Ich will Quellen. Die Bibel ist die größte Quelle für dich. Richtig. Und von da werde ich es dir bringen. Kein Problem. Ja, dann sind wir mal gespannt. Ich auch auf deine Reaktion. Altes Testament oder Neues Testament? Alles, was du möchtest. Nein, ich frage dich, Altes oder Neues Testament? Der Herr Jesus hat gesagt, das steht auch in der Bibel, dass er das Alte Testament praktizieren wird für die Leute, die er da anschreibt. So, und deswegen werden wir auch alles durchgehen. Keine Probleme, Bruder Herz. Also, das Alte, du glaubst auch noch an das Alte Testament. Sag mir jetzt nicht, du glaubst nicht daran. Ich glaube super, 1000% an das Alte Testament. Ich genauso, und deswegen gehen wir da zusammen alles durch. Okay. Alles ich küsse dein Herz. Okay. Okay. Und über was möchtest du sprechen? Über Kinder, die getötet werden? Das siehst du, das hörst du dann, Bruder Herz. Okay, alles klar. Ich weiß möge der Herr Jesus euch alle segnen und viel bitte für euch halten, inshallah. Danke. Wir hören uns. Salam alaikum, bis dann. Grüß Gott. Alaikum salam. Also gut, dann sind wir mal gespannt. Also, Leute, eine Sache muss man schon sagen, er ist nett. Ich habe eine Frage. Ja, warum hat Jesus die Bibel mitgenommen? Warum hat er nicht den Koran mitgenommen, Bruder? Hey, das verstehe ich auch nicht, aber okay, ja gut. Ja, also eins müssen wir sagen, wenn die originale Bibel bei Jesus ist, dann fragen wir uns eigentlich, warum hat Jesus da nicht alle Bücher gleich mitgenommen, ne? Nee, ehrlich, Leute, es wird sich nichts daran ändern, dass einfach die Bibel die Wahrheit ist. Da müssen wir eigentlich nicht viel drüber reden. Das ist einfach so. Ne? Schon alleine ein einziges Wort, womit man die komplette Ideologie aus, wirklich
widerlegen kann. Ich will es jetzt nicht sagen, das werde ich später nochmal erwähnen. Das sage ich jetzt lieber nicht, weil wir bleiben der Liebe. Ja, Bruder. Er hat ja auch erst gesagt, dass er... Wir hören dich nicht. Testament. Er hat ja erst gesagt, die Bibel ist verfälscht. Und danach sagt er, er glaubt ans Alte Testament. Ans Alte Testament, wie meinst du das? Ich hab dich nicht verstanden. Naja, Muslime glauben, dass das Alte Testament näher am Koran ist als das Alte. Als das Neue. Das Ding ist, ich bin einfach mal gespannt, mit was für Fragen er kommt. Aber er soll dann auch seinen Computer aufmachen, er soll dann auch die Bibelserver aufmachen, auf die Schlachterversion gehen. Und ich sage euch, Leute, das Problem löst sich von ganz alleine. Ganz alleine. Wir müssen da nicht mal was machen, sondern die Bibel antwortet drauf. Flex. Ganz einfach. Ja. Guck mal, ich folge Jesus. Ich habe verstanden, dass der Weg ist, sein Herz zu ändern. Das heißt, in Liebe zu gehen. Das heißt, nicht richten. Ich hab dich, glaube ich, verlinkt zu einer Sichtweise von einem Film. Ja. Hast du dir das angeguckt? Tatsächlich noch nicht, Bruderherz, weil ich muss nebenbei immer so viele Sachen machen. Das ist, was ich glaube. Dass Menschen, in dem Film wird gezeigt, die Weisheit in der Höhle spricht zu dem Typ und er soll Richter sein. Okay? Und dann wird ihm gezeigt, wie Menschen halt böse zueinander sind, gerichtet wird und wie ein Vater sein Kind schlägt, okay? Und dann sagt, die Weisheit zu ihm, was ist mit dem Kind? Verurteilst du das Kind? Also würdest du es auch in die Hölle schicken? Dann sagt er, wieso soll ich jetzt das Kind in die Hölle schicken? Und dann sagt er, das hast du schon bereits getan, weil das Kind war der Vater später, als er ihn geschlagen hat. Ja, ist so. Die Prägung geht immer weit zurück zu den Ursachen der Menschen. Deswegen ist auch Krankheit, Leid, ist alles menschengemacht. Und in dem Film wird gezeigt, dass halt Gott aus Liebe alles auf sich nimmt. Ja, das Ding ist, der Kollege, der gerade eben hochgekommen ist, unser Muslim oder Bruder in Adam, ja, er weiß nicht, ja, und das muss ich leider erwähnen. Jeder kann mir zustimmen. Ihr könnt auch sagen, nein, Flex bestimmt dir nicht zu, aber die meisten wissen das eigentlich. Jeder, der die Bibel liest, weiß ganz genau, dass wir einen Kontext in der Bibel haben, was wir beachten müssen. So, das heißt jetzt also, wenn er einen Vers rauszieht, dann muss er im Klaren sein, dass er sich selber einen Knockout gibt. Und ich kann euch auch sagen, warum, Leute. Er muss nur weiterlesen und das Problem löst sich von ganz alleine. Und deswegen, ich glaube, das ist für ihn nicht eine gute Idee, darüber zu sprechen, denn die Bibel erklärt alles. Also, er hat so gut wie schon verloren. Also, warum möchtest du über die Bibel sprechen? Denn das Problem löst sich von ganz alleine. Das habe ich gemerkt in der Bibel. Ja, ich bin ja seit 7 Monaten so extrem dabei. Silke, das ist gemein. Ja? Das Problem löst sich von ganz alleine, ganz einfach. Ne? Das Problem löst sich von ganz alleine, Leute. Deswegen darüber zu debattieren, I don't know. Also kann er gerne machen, ich bin dabei. Ne? Aber du kannst nicht über etwas debattieren, wenn die Sachen sich von alleine dann, sagen wir mal, klären. I don't know. Also, naja, wie auch immer. Leute, dann lasst uns mal nochmal zurück zum Thema kommen. Aber ich würde jetzt nochmal den Anak mal sprechen lassen. Bruder, jetzt, ich höre. Also, der Film heißt Die Hütte. Die meisten haben es schon im Chat erkannt. Ein Tag mit Gott. Da geht es um Nahtoderfahrungen und er erlebt in dieser Nahtoderfahrung Gott. In all seinen Formen. Und dieser Film soll dir eigentlich zeigen, dass Gott, das Böse auf dieser Welt kommt von Menschen. Menschen tun Menschen Böses an. Und so, verbreitet sich das Böse in der Welt, ja. Aber der Weg ist immer Liebe und Vergebung. Und im Film wird halt gezeigt, dass Gott, trotz dass die Menschen böse sind, es auf die Ursache zurückführt, dass alle halt voneinander gelernt haben und dass Gott all das Böse auf sich nimmt, aus Liebe heraus.
Aber nur, wenn man selbst bereut und umkehrt. Also im Gedanken, dass man wirklich im Alter bereut, was habe ich den Menschen so angetan, dass man es erkennt. Dass man selbst schlecht ist und dieses Schlechte weiterverbreitet hat. Wenn ich jemand beleidige in der Schule, Mobbing, dann bin ich der Verursacher dessen, was aus diesem Menschen wird, wenn er davon geprägt wird. Ja. Und Jesus sagt ja, du musst umkehren, dein Herz muss sich wenden. Und alles, was er gepredigt hat, ist für mich bedingungslose Liebe. Aber so wie Umbi gerade geschrieben hat, wir müssen vorsichtig sein. Danke, Umbi, Bruderherz, dass du das gerade eben reingeschrieben hast. Leute, manchmal Filme muss man prüfen, ja, bevor wir darauf eingehen und sagen, oh, wie wunderschön es ist. Wir müssen auch immer gucken, dass wir da keine Fehler machen. Ja, wir müssen auch schauen, dass die Filme, die wir anschauen, nicht irgendwie uns beeinträchtigen. Und weißt du, da ist vieles falsch. Da gibt es einen Film, Leute, der heißt Messiah. Messiah, glaube ich. Das ist in Netflix, Leute. Ich habe das mal angeguckt. Das ist eine Serie. Was? Ja, genau, das ist eine Serie. Genau, richtig. Und da habe ich eine Sache festgestellt. Ja? Dass dieser dieser Pastor den Antichristen trotzdem gefolgt ist, obwohl er Pastor ist. Und ein Pastor eigentlich, der diese Gottesarbeit führt, der müsste den falschen Antichristen eigentlich sofort erkennen. Aber dieser Pastor hat diesen Antichrist nicht erkannt, er ist ihn einfach blind gefolgt. Das ist krass. Also, das ist wie in dem Sinne so eine Botschaft wie, hey, wenn Jesus kommt, so ungefähr würde er kommen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Das ist gefährlich für das ist ganz gefährlich für Christen. Sehr, ja. Sehr, sehr gefährlich. Also ich denke, über Filme bin ich bin sehr resistent, was Filme jetzt, also mir was aneignen. Weil ich habe ja die Meinung, bevor ich den Film gesehen habe. Und das war ja schon in meinem Herzen. Verstehst du? Das heißt, der Film hat mich nur bestätigt in dem, dass es noch andere Menschen gibt, die eben diesen Film so gemacht haben, wie ich denke. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dass, guck mal, Gott, ich denke nicht, dass wir hier geprüft werden im Prinzip, sondern dass wir hier reifen. Weil wir Menschen müssen erst fallen, verstehst du, um zu wertschätzen, wie wertvoll die Ewigkeit ist. Weil wir Menschen zerstören die Erde. Wir haben das Geschenk Gottes, nicht mal die ja, Erde. Die Erde naht ja schon dem Ende. Also was aber willst du weißt, da was jetzt ich meine. Wir haben, guck mal, wir haben Forschung. Wir wissen eigentlich, wie wir es perfektionieren könnten, so dass ja. Wir das nicht schaden. Aber die Welt schadet der Welt. Also wir ehren Gottes Erschaffung nicht. Ja, das stimmt, absolut, absolut. Also da bin ich vollkommen deiner Meinung. Ist einfach so. Ja? Ja. Ist einfach so. Ja, ja, ja. Ja, an die lieben Muslime möchte keiner hochkommen. Schade. Ne? Ich dachte, ihr wollt das Wort Gottes hören. Ne? Und ein bisschen was davon lernen hier. Heute sind die Themen wirklich ganz, ganz gut. Ne? Aber ich habe was sehr, sehr Schönes für euch, Leute. Moment, 4279. Hallo, Flex. Hey, ich wollte Sugar, auch vorher was sagen, wegen dem Stein, wegen dem schwarzen Stein. Ja, wegen dem schwarzen Stein, ja klar, schieß los. Die schwarze Stein ist, die Geschichte ist so. Darum, sie küssen die Steine, weil sie vergibt ihrem Sünde. Und das ist 100 Trilliarden Prozent so. Ich weiß, aber das Problem ist, die leugnen das ja. Egal, was die das machen, die leugnen. Das ist mir egal, aber ist halt so. Das ist so. Es ist so, ja. Und gestern habe ich mit einem Mann diskutiert. Er ist Muslim. Ich bin in sein Live gegangen, weil er hat ein kleines Kind manipuliert. Sie fragt ihn, was ist mit Religion und so. Dann sagt er zu ihr, welche Religion du hast. Sie sagt zu ihm, ich weiß es nicht. Dann sagt er zu ihr, ich erzähle dir über den Islam. Die Christen, ihre Bibel ist gefälscht. Paulus ist so und so und so. Und da bin ich sofort hoch. Ich habe ihm erzählt, Moment, du willst deine missionieren, deine Religion. Und da machst du andere Religion hier schlecht. Ne? Das ist vor deiner Augen Mission. Und dann habe ich ihm erzählt, okay, ich musste zum Islam konfrontieren. Sag es mir, was kannst du mir anbieten? Dann sagt er zu mir, was bist du? Ich sage, ich bin Christ.
Dann sagt er zu mir, weißt du, dass Jesus ist Muslim? Ich sag, ja, das ist sehr gut, sehr gut. Moment, es ist sehr, sehr gut, habe ich ihm erzählt. Er sagt, was gut? Ich habe ihm erzählt, das heißt, er war Ex-Muslim und er hat gesehen, dass es falsche Religion ist. Dann hat er was anderes genommen. Und dann, nein. Aber das guck mal, warum. Das ist guck das Problem, was wir haben. Sie lügen und sie verführen diese Menschen mit Lügen. Und das ist nicht gut. Weißt du, was guck hat mal, er... Der Kollege, guck mal, ich Manal, ich lass dich auch gleich reden. Guck mal, das Problem, was der Kollege macht, Leute, ganz kurz. Wir hören dich nicht. So, jetzt bin ich wieder da. Ich glaube, jetzt sollte man mich eigentlich hören. Auf jeden Fall, was ich nochmal erwähnen wollte, der Kollege, der ja vorhin da war, der hat ja zuletzt, bevor er gegangen ist, hat er gesagt, ja, aber wenn wir darüber sprechen, redest du dann nicht mehr über den Islam, dass du aufhörst, über den Islam zu sprechen. Wisst ihr, wo das Problem ist, Leute? Die haben Angst, weil wir als Christen hier wachsen. Wir wachsen gewaltig gerade. Und ich sage nicht ich, sondern ich sage wir als Team, dass wir aufklären und dass wir hier wachsen und dass die Brüder und Geschwister und Andersweitige erkannt haben, okay, hey, dass die Wahrheit wirklich bei uns ist. Ja, es ist einfach so, weil wir lügen nicht. Wir führen auch keine Wörter hinzu, sondern wir zitieren direkt aus den Schriften. Ja, ich möchte ihn ja nicht angreifen. Ich meine, er ist sehr, sehr respektvoll, gar keine Frage. Er ist sehr, sehr respektvoll. Aber als er gesagt hat, als er das rausgelassen hat, den Spruch, so in dem Sinne so, hey, wenn wir aber drüber sprechen, redest du dann bitte nicht mehr über den Islam? Und da hat es dann Klick gemacht, Leute. Ne? Da hat es Klick gemacht, wo ich dann sage, okay, krass, warum sollte ich denn nicht mehr darüber reden? Ich meine, wo ist das Problem? Ja, ja, es ist schon krass. Und ja? Wegen, ich habe ihn gefragt, warum sagst du, Jesus ist Muslim? Dann sagt er zu mir, Ibrahim war Muslim. Ich sag, ja, dann ist gut, dann hat sich erledigt. Ihr sagt, was erledigt? Ich sag, dann ist Rebecca Muslime, ist islamisch geheiratet. Ihr sagt, was redest du da? Dann ist sag, weil Ibrahim, Isaac ist sein Sohn und ihr hat Rebecca geheiratet. Dann ist halt sich, dann, die sind alle Familie, die haben islamisch geheiratet. Dann viel Spaß. Warum kommt ihr zu uns und sagt ihr, Rebecca ist 3 Jahre und so? Verstehst du? Ja, absolut. Leute, ihr könnt euch alle entstummen. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich tue nur kurz was vorbereiten, dann bin ich wieder da. Ich bin auch runter, ja? Tschüss. Mein Ladekabel, alles gut. Wieder locker, Anna, Sugar Melon. Ihr könnt alle kurz den Stream übernehmen. Ich bin gleich wieder da. Ich hole kurz jemanden hoch, keine Ahnung, der möchte reden. Ich bin gleich wieder da. Gut, Bruder, damit der jemand kicken kann oder so. Shalom, Abdul. Hallo, hört man mich? Ja, man hört dich. Vielen Dank. Abdul Karim, bist du da?
Ich denke, sind alle weg. Nö, ich bin da. Aha. Gottes Segen, mein Bruder. Dich und deine Familie. Gottes Segen. Ja, ich habe leider keine Familie mehr. Ich bin allein. Nein, bist du nicht. Du naja, ich bin Gott an meiner Seite, aber ich bin 17 Jahre in meiner Wohnung gefangen. Das reicht. Warum meinst du gefangen? Naja, meine Krankheit macht ein normales Leben mit Bürger, also Rente, Frührente ja nicht möglich. Ne? Wie willst du überleben mit dem wenigen Geld? Kannst du nirgendwo hin, hast keine soziale Teilhabe. Die Schmerzen machen das Leben sehr schwierig. Du bist Christ. Nein, ich bin Jesus Nachfolger. Das wird mich als Christ bezeichnen. Ich folge dem Weg. Amen, möge der Herr Jesus Christus dich helfen da. Er hat mir schon mehrmals geholfen beim Leben. Also Gott hat mir auf jeden Fall geholfen. Der hat mir damals meine erste große Liebe wieder zurückgeschickt und mich aus Depressionen befreit. Amen, mein Bruder. So, Leute, habt ihr mich schon vermisst? Ich bin wieder da. Sorry, sorry, Leute. Was da steht, Flex. Lukas. Leute, kann jemand Lukas Kapitel 24, Vers 19 kurz vorlesen? Weil ich habe meinen Laptop hier nicht mit vorgenommen. Ich wäre euch mega dankbar, wenn einer von euch das kurz mal vorlesen kann. Lukas was? Lukas 24, Vers 19. Es geht um zwei Jünger, die aus dem Ostertag von Jerusalem nach Emmaus unterwegs waren. Auf ihrem Weg kam Jesus zu ihnen, aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren traurig und verwirrt über die Ereignisse, die in Bezug auf Jesus stattgefunden hatten. Seine Kreuzigung und die Berichte über seine Auferstehung. Jesus schloss sich ihnen an und begann, die Schriften zu erklären, die von seinem eigenen Leiden und seiner Auferstehung sprachen. Er offenbarte sie jedoch nicht sofort, sondern tat dies erst, als sie zusammen zu Tisch saßen. Als Jesus Brot brach und es ihnen gab, erkannten sie ihn plötzlich. Dann verschwand er vor ihren Augen. Die Geschichte des Emmaus-Jünger betont die Wichtigkeit des Glaubens und der Schriftkenntnis bei der Erkennung von Jesus. Es zeigt, wie Jesus selbst nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern Kontakt tritt und sie lehrt. Diese Erzählung hebt auch die Bedeutung der Gemeinschaft und des Teilens von Mahlzeiten hervor, was in der christlichen Tradition eine besondere Bedeutung hat. Ja. Yes, here we can see it. Heiliger Geist, was bedeutet... Nein, ich habe keine Einschränkung bekommen, Leute. Alles gut. Heiliger Geist, Leute, was bedeutet für euch Heiliger Geist, Leute? Der Heilige das Geist von euch. Sind die sieben Eigenschaften, die sieben Geister Gottes, Weisheit, Rat und so weiter. Nein, nein, Heiliger Geist. Was ist Heiliger Geist? Definition Heiliger Geist. Was ist Heiliger Geist? Naja, wenn ich das so betrachte, ist es das, was die Bibel heißt. Wer ist denn der Heilige Geist? Laut der Bibel der Ratgeber. Nein. Wer ist der Heilige Geist? Ja, Gott. Okay. Noch? Vater? Noch Sohn. Und was noch? Jetzt wird's kompliziert. Heiliger Geist. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Leute, was ist los mit euch? Ach so, ich hab's eben voll verbleibt. Leute, ey. Ey. Dass ihr so lange braucht, das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Jibril ist Heiliger Geist. Leute, ihr macht mich sauer damit, ja? Aber ich meinte eben Heiliger Geist. Ich habe gedacht, du meinst, wer ist der Heilige Geist? Und in der Bibel zeigt sich der Heilige Geist in den sieben Geister Gottes. Das heißt, die Weisheit, der Rat und so weiter, ne? Alles gut, lass uns mal dabei bleiben. Alles gut, da küsse ich dein Herz, Bruder. Aber die Bezeichnung Heiliger Geist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ja? So,
die Muslime sagen ja immer wieder, wir müssen auch, wie gesagt, darüber aufklären, weil die Muslime kommen ja immer mit die Lügenargumente und sagen immer, dass wir Christen an drei Götter glauben. Ja. Und sagen, Trinität wurde erfunden. Aber Trinität ist nicht erfunden, sondern es ist eine Definition. Vater, Sohn, Heiliger Geist ist was? Sind drei. Drei in einem. So. Und in Johannes Kapitel 10, Vers 30 sagt er ja, ich und der Vater sind eins. So. An die ganze Runde hier, Leute, was heißt Trio? Wenn ich dir eine Definition gebe, Trio, was heißt Trio, Leute? Was heißt Trio, Leute? Trio, drei. Ne? Alle sagen jetzt drei. Mit Sicherheit. Trio heißt drei. So. Und deswegen haben wir die Definition Trinität. Es ist nicht erfunden, sondern es ist nur eine Definition. Und deswegen nennen wir es Trinität. Trinity. Ganz einfach. Weil die Muslime kommen immer mit dem Argument, ihr habt doch die Trinität erfunden und so. Nein, hier wurde nichts erfunden. Es ist nur eine Definition. Ne? Nochmal. Das müssen wir klarstellen. Anak, kannst du deinen Computer aufschlagen? Ich bin da, ja. Okay, ich mach dich groß. Mach mal bitte Sahih al-Bukhari 453 auf. So, mal gespannt. Sahih. Jetzt kommt eine Sahih al-Bukhari 453. 453. Also Leute, jetzt kommt ein richtiger Knockout. Der es noch nicht gesehen hat, nimmt euch einen Screenshot, denn das ist ein richtig heftiger Knockout. Wir wissen alle, Heiliger Geist ist biblisch. Oder Leute, stimmt ihr mir zu? Dann alle in den Chat ja. Heiliger Geist ist biblisch. Ja oder nein? Ja. Ja. Also, alle werden ja sagen. Ne? Ist einfach so. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ups. Alles gut? Na, wie geht denn? Du sitzt hier rum. So. Du musst Kamera drehen. Ja, Handy macht wieder. So. Ist es das? Also, genau, ich lese es mal vor. I ask Abu Huraira, by Allah, tell me the truth, whether you heard the Prophet Muhammad saying, oh Hassan, reply on behalf of Allah's messenger. Oh Allah, help him with the Holy Spirit. Oh, help him with the Holy Spirit. Leute, da steht einfach, help him with the Holy Spirit. Oh, das tut weh. Das tut weh, Leute. Eieieiei. Das ist so ein harter Schlag. Das tut wirklich sehr weh. Hier kommt wieder der Punkt. Sehr gut, Bruder. Halte das mal fest. Die Muslime sagen ja immer, Holy Spirit, ja, Ruh al-Qudus heißt was? Jibril. Das kann aber nicht Jibril sein, weil Heiliger Geist, das ist biblisch. Schon alleine, wenn du den 1. Mose aufschlägst, Leute, da kommt das Wort Heiliger Geist schon vor. Die Trinität wird da, kommt da schon vor. Der Geist schwebte über dem Wasser. Genau. Da kommt schon die Trinität vor. Also, dann fragen wir uns alle, woher nehmen sie sich das Wort und sagen, dass Heiliger Geist Jibril ist? Wisst ihr, was die Muslime immer argumentieren, Leute? Ich sag euch mal, was die sagen. Die sagen dann, die Gelehrten sind sich einig, es ist Jibril. Jetzt überlegt mal, da kommt ein Hamad, Hassan, Ali und die sitzen sich an einem Tisch zusammen und sagen, hey Bruder, sind wir uns einig? Und das sind aber keine Propheten, Leute, sondern die sitzen einfach da, die einigen sich auf etwas und sagen, ja doch, das stimmt, das ist Jibril. Von wo nehmen sie sich das überhaupt? Du kannst doch nicht etwas Biblisches nehmen und das in deinem Buch hinzufügen. Das funktioniert so nicht. Das ist ein Knockout bis zum Gehtnichtmehr.
Das ist ein richtiger Knockout, Leute. Ne? Und das ist schon der Punkt, wo ich sage, eigentlich müssen wir nicht mit denen debattieren. Ganz einfach. Warum sollen wir mit jemandem debattieren, wo sein Buch mit einem einzigen Wort zerlegt werden kann? Heiliger Geist, was sowieso da drinnen nicht vorkommt. So, jetzt werden aber die Schiiten kommen und sagen, wir glauben nicht an die Überlieferungsketten der Sunniten. So, Bruder, bitte Anak, geh mal auf Sure 2, Vers 87. Sure 2? Vers 87. Moonlight, ich küsse doch dein Herz, Schwesterherz. Ne? So, was steht bei Sure 2, Vers 87? Und wir gaben Musa bereits die Schrift, ja, und ließen ihm nach die Gesandten folgen. Und wir gaben ihm, Isa, dem Sohn Mariams, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Oh, oh, schon wieder Heiliger Geist. Oh, 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 oh. Das tut weh. Schon wieder Heiliger Geist. Warum wird Isa mit dem Heiligen Geist gestärkt? Jetzt werden die Muslime schon wieder sagen, Jibril. Nein, nicht Jibril. Das ist falsch. Ruh al-Qudus, Heiliger Geist, ist biblisch. Fertig. Da brauchen wir nicht mehr weiter diskutieren. Es ist nicht Jibril. Heiliger Geist ist die Trinität als Definition, gleichzeitig die Dreieinigkeit. Die Dreifaltigkeit, das hat nichts mit Islam zu tun. Fertig, das ist K.O. Nummer 2. K.O. Nummer 2. Also frage ich mich, meine Brüder, warum geben wir uns noch den Stress und debattieren mit denen? Warum sollen wir uns diesen Stress geben, Leute? Ist nicht nötig. Ja, da will jemand den Vers haben. Geh mal auf Sure 2, Vers 87. Da sind wir schon drauf. Sure 2, Vers 87. Und einmal den Sahih al-Bukhari 453, Leute. Ne? Ganz einfach, Leute. Ne? Da seht ihr das. Und dann passt das auch. Ne? Also, falls jeder einen Screenshot gemacht hat, super. Ne? Da hat einer geschrieben, du musst nicht debattieren, du hast deinen Weg, wir haben unseren Weg. Ja, aber ihr lebt in Lügen, ihr müsst ja die Wahrheit erkennen. Darf ich mal kurz den Weg erklären? Und deswegen machen wir diese Aufklärungsarbeit, ja? Dem müsst ihr mal was. Mhm. Sure 5. Sure 5, Vers? 48. Und wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit herabgesandt, das zu bestätigen, was vor dem Buch ihm offenbart war. Ja, damit ist die Tora gemeint. Genau. Die Tora ist die Wahrheit. Fertig. Und was hier steht, die Muslime, guck mal hier. Für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Und wenn er wollte, so hätte er euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Das widerspricht dieser Umma. Verstehst du? Ja. Ich glaube, dass der Koran eine Prüfung nur für die Muslime ist, weil sie so, naja, ich glaube, dass sie das Volk... Nein, der Koran ist keine Prüfung. Ich kann dir auch sagen, warum, Bruder, schon alleine in der Überlieferungskette, wo Mohammed sagt, wir beginnen, oder da, wo Allah angefangen hat, da fangen wir auch an, oder ich muss nochmal ganz genau lesen, was nochmal da drin steht. Das reicht schon aus. Also, dieser Gott, der hinter dieser Kaaba sich versteckt, oder was auch immer, ja, hat nichts mit einer Göttlichkeit zu tun. Es ist einfach so. Weil alleine ein Gott, der nicht mal eine Prophezeiung hat, ja, dem brauche ich dieses Buch auch nicht folgen. Ja, also du kannst nicht Sachen aus der Bibel kopieren und das in deinem Buch hinzufügen. Vor allem dieser Doppelmoral, dass du sagst, hey,
die Bibel ist verfälscht, aber du nimmst die, Offenbarungen und die Prophezeiungen fügst du in deinem Buch hinzu. Hä, wie geht das? Du kannst doch nicht ein Buch nehmen, was verfälscht ist. Wenn du sagst, es ist verfälscht, warum hast du dann plötzlich biblische Prophezeiungen? Also, sorry. Ja, guck mal, lies mal, Leute, wollt ihr jetzt den richtigen Knockout haben? Wollt ihr jetzt einen richtigen Knockout? Geh mal auf Sure 43, Vers 79. 43 und jetzt 79. Und zoom mal ganz nah ran, damit die Leute das lesen. So, Leute, jetzt guck mal. Mach mal Kamera ein bisschen weiter runter, dass wir das lesen, oder scroll mal ein bisschen hoch, damit wir es sehen. Ein bisschen hoch. Leute, jetzt kommt ein richtiger Knockout. Ja, genau. So. Leute, liest mal ab 79. Da steht drinne, oder haben sie sich eine Sache ausgedacht? Jetzt hört zu, Leute. Auch wir können uns etwas ausdenken. Oh. Bum, bum. Oh. Also Allah kann sich auch hier was ausdenken. Aha. Da macht er sich deutlich. Er hat gesagt, auch wir können uns was ausdenken. Aha. Was meint er denn damit, wir können uns was ausdenken? Aha. Aha, aha, aha. Auch wir können uns etwas ausdenken. Habt ihr gehört, wer dieser Allah ist? Er hat gesagt, auch wir können uns was ausdenken. Ja, und das ist der Wahnsinn, Leute. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht hinzufügen für heute. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Was eine Religion. Eine Sache muss ich aber trotzdem sagen. Ich werde niemals diese Religion beleidigen. Ich werde sie niemals schlecht reden. Ja, beleidigen. Ich werde es aber kritisieren, ganz einfach. Ne? Und hier sehen wir einfach die Wahrheit, dass Jesus Christus, Leute, die Wahrheit ist. Dass Jesus Christus der Weg ist. Ganz einfach. Ne? Ja, ist Wahnsinn. Und deswegen, Leute, kläre ich darüber auf. Denn wenn wir nicht darüber aufklären, gehen unsere Brüder und Geschwister verloren. Ne? Heute haben wir über die Kaaba gesprochen. Wir sind jetzt tiefgründig in die Materie reingegangen. Ja, ihr habt selber gesehen, was ich euch gezeigt habe. Ich glaube, mehr muss man nicht hinzufügen. Ja. Flex, kann ich dir was zeigen? Klar, klar. Warte mal, ich muss mit Kamera zeigen. Auf meinem Computer. Okay, dann machen wir dich kurz groß. Warte mal, wie mache ich das? Seht ihr? Oh, aber du musst aufpassen, zeig das YouTube-Symbol nicht. Okay. Ja, aber zeig so mal ist nur es okay, sein oder? Gesicht. Ja, ja, geh mal nah ran. Nah ran, viel, viel näher. Ja, genau so. Und jetzt kannst du es abspielen, so dass man das YouTube-Symbol nicht sieht. Jetzt, Leute, hört gut zu, was ihr sagt über diesen Hadith mit Kamelurin. Ja, was sagen wir zu dem Hadith, dass man Kamelurin trinken darf? Das ist gesichert in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber schau mal, Achil Karim, es gibt Brüder, die sind so Mutahammis. Yani, motiviert. Nochmal stopp. So motiviert. Stopp. Ja. Habt ihr gemerkt, er muss schon selber überlegen. Er weiß selber nicht. Zu viel Kamelurin. Egal, weiter. Der versteht die Hadithe nicht. Wir haben die gehabt bei der Hajj. Der sagt, komm, lass uns Kamelurin trinken. Ich sag, was ist los mit dir? So, hier gibt es Getränke wie das und Erdbeershake und Ding. Und du willst Kamelurin trinken. Meint er, ja, Sunna, Sunna. Ich habe ihm gesagt, wer hat dir das so erklärt? Und da gibt es doch Hadith. Stimmt, das gibt den Hadith. Wen hat der Prophet sallam das gegeben? Leuten, die was? Krank waren, Wüstenfieber hatten. Wen hat er das gegeben? Ach, aber dass Schatz. Du einen auf den machst und schmeckt lecker. Verstehst du?
Für alle Muslime, die sagen nein, aber wir trinken kein Kamelurin. Er sagt, er hat nicht gesagt, wir, die haben kein Kamelurin getrunken. Das heißt, dieser Hadith stimmt. Das kommt von euren Gelehrten da. Wahnsinn. Spiel mal weiter ab. Wahnsinn, Wahnsinn. Das war für Leute, die auch eine bestimmte... Und subhanallah, die Wissenschaft, klar, passt auf. Subhanallah! Dass dieses Kamelurin gegen zu. Sehr viele Krankheiten hilft. Unter anderem gegen Krebs. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon damals als Medikament den Leuten gegeben. Und das zeigt uns, wer hat einen höheren Stellenwert bei uns, die Religion oder die Medizin? Die Religion. Manche Leute denken, wenn die Medizin das nicht beweist, dann ist die Religion hier falsch. A'udhu billah. Wallahi, A'udhu billah. A'udhu billah. Das ist sehr gefährlich, ja, dass man diese Art und Weise von Denken hat, dass man denkt, die Wissenschaft... Mach mal kurz Pause, Schwester, ich will nur kurz was erwähnen. Ich mache mich mal ganz kurz groß. Leute, es wurde sogar wissenschaftlich bewiesen, dass wenn man Kamelurin so trinkt, so wie er das jetzt sagt, dass sie in der Wüste das jetzt so trinken, ja, da sind so viele Bakterien drinne, das ist unglaublich, Leute. Also ich weiß nicht, was der Kerl da erzählt, ist jetzt nicht böse gemeint, aber was der da erzählt, das ist völliger Hirngespinst. Da sind so viele Bakterien, Leute, das ist unglaublich. Ja, also was erzählt denn der da? Shalom, Gottes Frieden, Geschwister, Shalom zusammen. Shalom, Bruder. So, jetzt machen wir wieder die Schwester groß. Kannst du uns weiter zeigen? Bestätigen falsch. Die Religion bestätigt die Wissenschaft. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt eine Überlieferung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn eine Fliege in eines von eurer Getränke hereinfliegt, was sollt ihr machen? Sie rausnehmen und nochmal reintunken. Denn in einem Flügel was? Heilung und in dem anderen was? Krankheit. So Hadith. Die Leute haben gesagt, stimmt nicht, gibt's nicht, dies, das. Dann haben sie gehört, dass die Wissenschaft das bestätigt hat. Ja, Ami hat es auch mal gesagt, weil ein Flügel ist Gift und der andere Flügel sollte dann den Gift wegmachen. Deswegen sollte man beide Flügel. Das ist Islam. Das ist nicht mehr normal. Dann haben sie gesagt, Takbir, Allahu Akbar. Leute, warte, mach mal Pause. Mach mal Pause. Mach mal Pause. Ich mach mich mal groß. Oh mein Gott. Wisst ihr, Leute, wisst ihr, was an dieser Situation noch viel, viel trauriger ist? Keiner hat das jemals bestätigt. Das bestätigen die selber. Mhm. Wahnsinn, das bestätigen die selber. Die sagen, das eine Flügel ist giftig von einer Fliege. Was reden die da? Astaghfirullah. Dieser Abu Bara, der ist richtig kaputt, Bruder. Du darfst dir auch keinen... Nochmal. Wahnsinn. Wahnsinn, jetzt noch warte, mal. Warte, ich zeige euch dann nach diesem Video, zeige ich euch was Lustiges, noch Lustiges. Auch von Abu Bara, meinst du? Allah Akbar war, bevor du auf die Wissenschaft, du hättest vom Propheten sallam hören sollen und nicht auf die Wissenschaft. Yani Allah berichtet uns im Koran über die verschiedenen Zustände vom Embryo, der im Bauch sein. Oh Mutter nein, ist bitte nicht Embryo. Wer konnte uns damals so etwas berichten? Warte Leute, ich hab mal ChatGPT gefragt, was er denkt über Kamelurin trinken. Also, ist es gesund, Kamelurin zu trinken? Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Trinken von Kamelurin gesundheitliche Vorteile hat und es ist nicht empfohlen. Richtig, Kamelurin es ist nicht zu empfehlen. Hauptsächlich es aus Wasser, Harnstoff und so weiter. Deswegen und schaut mal. Hier, Titel von ChatGPT, das kommt so alleine. Wenn ihr zum Beispiel über Blumen fragt, keine Ahnung was, er macht selber so einen Titel hier. Und hier steht, Kamelurin Gesundheitsrisiken vermeiden, genau. Unglaublich. Unglaublich. Und hey, da habe ich tatsächlich ein Video gesehen, Leute. Und der eine hat so einen kleinen Schuss an Kamelurin reingemacht und dann hat er gesagt, das ist, um Krebs vorzubeugen, hat er gesagt. Bismillah. Aber darf ich kurz einwenden? Wahnsinn, ja. Die Wissenschaft untersucht wirklich, also hier University of America, National Laboratory of Medicine, und die haben
Urin untersucht, ne? Von, wie heißen sie? Kamelen. Kamele? Ja, und die haben das tief gefroren, ja, und dann haben sie Hormone rausgezogen aus diesem Urin, das da drin entsteht. Und ja, es gibt wirklich Hinweise darauf, dass halt bei Krebs wirkt. Das nennt sich PM701, keine Ahnung. Also werden wirklich Studien durchgeführt, aber nur durch bestimmte Extraktionen. Bruder, soll ich dir was sagen? Ja. Die werden von Scheichs bezahlt, um zu sagen, hey, bitte sag, dass es so ist. In Wirklichkeit nein, weil sie haben keine Prophezeiung und deswegen, sie müssen es irgendwie vorfaken. Natürlich, und das meiste ist doch eh aus der griechischen Medizin, Hippokrates. Ja? Die Embryo-Geschichte mit den 40 Tagen ist eindeutig vom Buch Nature of Children von... Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Kamelurin ist... Hey, weißt du, wie widerlich das ist? Also vom Ding her, da sind so viele Bakterien drin, das kannst du gar nicht trinken. Das kannst du nicht trinken, da sind verdammt viele Bakterien drin. Guck mal, was Puppi schreibt, der Bruder. Ich will Kamelurin trocken in den Bon trauen. Hey, Leute. Ich kann nicht mehr. Wahnsinn, dass man noch an so einen Humbug... Guck mal, der einzigste Beweis, den wir brauchen, ist, Allah betet nach dem Herrn des Westens und des Südens. Was brauchen wir mehr? Wahnsinn. Das ist für mich nicht normal. Das ist gar nicht normal. Guck mal jetzt den Bilal, Bruder, den ganz schlauen. Aber ein Schwein fressen, dessen eigene Mist frisst. Oh. Auf jeden Fall, Leute, ich weiß nicht, was wir noch hinzufügen sollen. Das ist, Leute, ich sag euch eine Sache. Jesus Christus wird immer die Wahrheit bleiben. Und deswegen, Amen. Leute, mir ist aufgefallen, alle, die hier drinnen sind, jeder ist entspannt, weil wir wissen und sind uns zu 100% sicher, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Keiner lässt sich mehr abwenden von den Herren. Ganz einfach. Amen, weil Amen. Wir die Wahrheit erkannt haben. Ganz einfach. Die Schwester wollte noch eins zeigen, was noch lustigeres. Hast du das gefunden, Schwester? Aber bevor wir hier irgendwelche Sachen machen, will ich euch kurz mal was zeigen. Zeig mal, Bruno. Kleinen Moment. Kann auch sein, dass ich es nicht mehr habe. Ich weiß es nicht mehr. Mist. So lange kannst du reden, Bruder. Ich muss das erstmal suchen. Kann ich kurz was vorlesen? Klar. Mach mal. Sahih Muslim 2767d. Am Tag der Auferstehung würden Menschen unter die Muslime kommen, die so schwere Sünden wie ein Berg hatte. Und Allah würde ihnen vergeben und er würde die Juden und Christen an ihre Stelle setzen. Sagt Abu Raub. Ich weiß nicht, wer Zweifel hat, aber Raub sagt, erzählt es. Umar Abul, oh Gott, Abdel Arsid. Worauf er sagte, war es dein Vater, der es dir Allahs Apostel erzählt hat, sagte er ja. Also da geht es darum, dass die schwersten Sünder ausgetauscht werden durch Juden und Christen. Und der Koran sagt, keine Sünde bezahlt für den anderen. Ne? Widerspruch. Die haben sehr... Sag mal, ich hatte hier ein Video gehabt... Aber das Video habe ich komischerweise jetzt nicht mehr hier bei mir. Es ist ein bisschen blöd. Naja. Ist es auf Insta, Bruder? Nochmal was? Ist es auf Instagram? Moment. Leute, ich will euch mal was zeigen. Seid ihr mal bereit? Ich glaube, das ist so legendär. Ich muss euch das mal zeigen. Moment. Wollt ihr das mal sehen, Leute? Guck mal. Ach so, mit Handy. Ja, ja. Wer will das nochmal sehen? Komm, einmal machen wir noch. Ich kann nicht, Bruder, ich kann
Hey, Leute, wisst ihr, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Der sagt am Ende, fertig. Haben die so wie alle abgebaut? Das sind beides Lachnummern, ich mein's ernst. Wahnsinn, 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 Mann. Die sind so durch. Die sind so durch, Leute. Ich kann nichts mehr hinzufügen. Wie kann ein heiliger Mensch Gewalt verehren? Wahnsinn, Wahnsinn. Da sieht man, wie verzweifelt die sind, Leute. Die sind verdammt verzweifelt, Leute. Sehr verzweifelt. Wisst ihr, warum die so sind? Das ist einfach nur, weil wir die Wahrheit einfach ans Licht bringen und wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Ne? Wir sagen das, was wir sehen. Fertig, Punkt, aus. Und das stört die. Ne? Das stört die unheimlich. Es ist einfach so. So. Wer möchte hochkommen? Ich sehe schon. Hier? Ich müsste runter. Geschwister. Alles gut, Bruder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag euch allen. Gottes Frieden. Der Herr ist Shalom, ja. Gottes Segen. Wie geht's dir, Flex? Gottes Frieden. Gut, Mann. Schwester. Mir geht's gut. Endlich bist du mal hier. Ich wollte schon die ganze Zeit was. Endlich bin ich mal hier, aber ich wollte dich eigentlich nur ganz kurz einladen. Ich würde mich freuen, wenn du gleich auch kommen würdest und die Geschwister. Es wird nämlich ein Zeugnis stattfinden von einem Bruder, der im Gefängnis gebraucht worden ist vom Herrn. Und das ist voll die krasse Geschichte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch euch das mal anhören würdet. Wow, okay. Okay, gerne. Lass den doch ruhig hierher kommen. Ist doch gar kein Problem. Ja, die Sache ist ja die, ich spreche auch Arabisch, das weißt du auch. Ah. Und ich hatte auch versprochen, dass ich das Deutsche, was er spricht, auf Arabisch übersetzen werde. Und deswegen wird das auf zwei Sprachen quasi stattfinden. Und genau. Also wer mag, wenn du magst, ich würde mich freuen, 20 Uhr circa, also. 20 Uhr? Ja. Nur, okay, dann ich komm mal rein und höre einfach mal zu. Das gerne. Kann ich machen. Warum nicht? Sehr schön. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, ne? Okay. Sonst geht's dir gut soweit? Du, mir geht's hervorragend, ne? Mit den ganzen Leuten zusammen und einfach zusammen connecten, ne? Über den Herrn Jesus Christus sprechen und auch andere schöne Dinge hier, ne? Ja, wundervoll. Ja, also, möge der Herr reichlich segnen und. Dann fahr auf eins. Dich auch. Danke. Dann ich auch. Schön, dann würde ich sagen. Bitte? Mhm. Schauen, oder? Also Islam schon auf eins. Ich glaube, also, er ist schon der wahre Prophet. Was? Warte mal ganz kurz. Warte mal bitte, stumm dich mal bitte da oben ganz kurz, bitte. Danke. So, bitte. Gedrückt. Alles klar. Okay, danke, dass du da warst. Auf jeden Fall, Schwesterherz ist kein Problem. 20 Uhr. Ich werde dann, ich muss nur mein Handy laden und dann komme ich mal mit dazu. Ja, mach das. Komm auf jeden Fall. Das ist voll die krasse Geschichte. Wirklich, das ist voll heftig, damit ihr wisst, wie der Herr wirklich in jede Ecke wirkt. Und genau, dann freue ich mich auf euch auf jeden Fall. Und vielleicht werde ich noch mehr ermutigt dann auf zwei Sprachen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Aber alles zur Ehre Gottes, ja? Alles zur Ehre Gottes. Ja. Bis dann. Wird auf jeden Fall reinschauen. Danke, ciao. Ciao, Leute. Ciao, ciao. Ey, Bruder, ich hatte eine Frage. Ja. Und zwar, wer hat Jesus Christus auf dem Erde gebracht? Wer der Vater. Der Vater. Und wer ist der Vater? Der Vater ist der Heilige Geist. Heiliger Geist, also ist das nicht Jesus Christus? Doch. Ach so, also er ist auch Gott und Jesus Christus. Er ist nur, ich erklär's dir, ich mach's dir ganz einfach. Lies uns mal Johannes Kapitel 10, Vers 30, lies uns das mal vor. Ich habe keine Bibel vorhanden. Und ich habe noch eine Frage, aber. Nein, wir machen auch nur das fertig. Ich habe keine Bibel von mir. Ich habe keine Bibel. Okay, ich lese es dir vor. Lies mir. Johannes Kapitel 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Okay. Und wie heißt Jesus Christus? Also heißt er wirklich Jesus Christus? Yahweh. Elohim. Yeshua. Yeshua. Genau, aber warum nicht Dings Jesus?
Weil Jesus sein Name ist. Warum sollte er denn nicht Jesus heißen? Er heißt Jesus. Das ist das latinisiert oder so. Das ist ein anderer Name, nur für eine andere Übersetzung über andere Sprache. Natürlich ist das der gleiche. Genau. Jesus Christus auf Jeschua, das ist der gleiche und Yahweh genauso. Ja, aber also du denkst ehrlich, aber dass Jesus auch Gottes, dieser heilige Gottes. Ich werde es dir viel einfacher machen. Nein, Lass mich mal ganz kurz reden. Wenn der Vater Tote auferwecken kann und der Sohn auch, jetzt frage ich dich, konnte Mohammed, dein Mohammed, den du folgst, als den letzten wahrhaftigen Propheten, konnte Mohammed Tote auferwecken? Nein. Ah, das, also, fertig, Punkt aus. Er ist für mich kein Prophet. Für mich ist er Prophet. Deine Gott. Nein, er konnte, der hat nicht mal ein Wunder vollbracht. Guck mal, kein Wunder, nix, null. Kein Wunder. Null! Nix! Aber also wer Wunder bracht, ist dein Prophet. Dein Prophet hat null Wunder gebracht. Ey. Null! Nix! Du musst dich ausrasten. Kollege, bleib mal ruhig. Nein, ich bin entspannt. Ich bin ganz entspannt. Nein, bist du gar nicht. Bist du eigentlich gar nicht, aber. Also okay, ich stelle dir eine Frage. Lernerfrage. Eine. Wenn der Prophet der Wahrhaftige ist und wirklich ein Prophet ist, ja, dann will ich von dir nur eine Sache. Eine einzige Sache. Okay. Ich möchte keine biblische Prophezeiung. Ich möchte ein Ereignis aus dem Islam. Ich möchte eine islamische Prophezeiung. Ja, ich möchte keine Kriegsprophezeiung. Denn Kriegsprophezeiungen, das ist totaler Schwachsinn. Das hat nichts mit Prophezie zu tun, sondern wir gehen hier von einem Ereignis, was stattfinden soll oder kommen soll. Ich möchte jetzt von dir eine islamische Prophezeiung. Bitte schön, du hast das Wort. Was ist Prophezeiung? Was ist das? Bruder, ich bin seit 4 Jahren in Deutschland. Du, wo soll ich wissen, was Prophezeiung ist? Ja, erklär mal. Der weiß das, Bruder, der verarscht dich. Wie bitte? Du weißt es bestimmt. Nein, Bruder, ich schwör auf meinen Gott, ich weiß es nicht, Bruder. Anni, warum soll ich lügen? Aber ich find's lustig, Bruder, dass du denkst, dass Jesus eine Mutter hatte, was er selber erschaffen hat. Gottes Willen. Ich kann das alles nicht glauben, Flex. Und du bist für Israel, hast du gesagt, ne? Wer ist für Israel? Der Typ da. Ja, ich bin auch für Israel, ja und? Weil er will, ihr seid lächerlich, Digga. Warum bist du für Israel, wenn ich krank da? Weil Jesus Christus Jude war und weil er der Gott Israels ist und weil er aus dem Stamm Juda ist. Willst du noch mehr? Willst du den ganzen Stammbaum wissen? Dann guck die zur Stimme Israels. Ja, egal. Okay, guck mal, ich mach es dir einfach. Wie lange bist du in Deutschland, hast du gesagt? Ich bin seit 2020 hier. 2000 was? 20, Corona-Zeit. Warum bist du nach Deutschland gekommen? Das ist ein Kuffar-Land. Hier leben nur Käfer. Käfer? Bruder, ich bin Albaner. Ich bin wegen Cousins, wir sind mit Cousins und sie gekommen. Was juckt dich das, warum ich hier bin? Warum bist du hier? Die Schwester ist aber Albanerin hier, die Schwester. Aber warum bist du hier? Aber das ist doch ein Kuffarland. Du bist doch Moslem, oder? Ja, ich bin Moslem, Alhamdulillah. Aber warum bist du hier? Ich bin hier, weil ich das christliche Land liebe und ich selber Christ bin. Und aus welchem Land kamst du? Ich bin aus Ghana. Ghana, da gibt es auch viele Christen. Das ist sogar ein christliches Land. Warum bist du nicht da geblieben? Ja, aber die Muslime lieben doch keine Christen. Also eigentlich müsstest du, wenn du einen Christ auf der Straße siehst. Ich habe christliche Freunde, die aus Ghana kommen. Und du wirst mir sagen, die mögen da kein Muslim. Kein einziger sagt sowas. Keiner hat gesagt, dass wir euch hassen. Keiner hat gesagt, dass wir euch hassen. Ich meine, Muslime, wo haben Muslime gesagt, dass die diese Christen nicht mögen? Lies mal zu 9, Vers 29. Wie bitte? Nimm mal dein Koran. Ich helfe dir jetzt mal ein bisschen. Nimm mal dein Koran. Okay, sag mal, welche Sura? Hey, du musst Gusl machen. Was ist los mit dir? Du musst Gebetsverschwung machen. Oleg, ich hab eben gebetet. Oh, warte, ey, guck mal, ich schwöre. Hey, guck mal, mach noch mal Gusl. Mach Gusl. Noch einmal.
Astaghfirullah, gussen soll in dir rein. Du musst Gebetswaschung machen. Guck mal, der fasst Koran an, ohne Gussel zu machen. Guck mal, ich hab eben noch gebetet, ne? Ich hab eben noch gebetet, Bruder. Wasch nochmal deine Hand. Was ist los mit dir? Mach Gussel. Wasch dein Gesicht erstmal, dann komm, rede mit mir, tamam? Mein Gesicht ist Alhamdulillah Jesus sauber. Aber Flex, Wanda, du bist so lächerlich, du kleiner Schwanz, du bist so lächerlich bei Gott. Du bist echt? Du provozierst nur auf live, ne? Du willst nur provozieren. Nein, ich provoziere nicht. Klar, du machst dich gerade lustig und so. Habe ich mich über euch lustig gemacht? Nein, ich habe nur gemeint, guck mal. Habe ich mich über Christen und so lustig gemacht? Nein, ich habe gesagt, bevor du das anfährst, du musst Gussel machen. Der fällt dir wieder angegriffen, Mann. Nein, du machst dich lustig, Bruder. Das ist schon ein guter. Nein, Bruder. Ich mach mich nicht lustig. Ja, also soll ich auch sagen, so bei euch Christen oder was, Digga? Walla, Billa. Bei uns liegt der Glaube im Herzen und nicht wir. Guck mal, müssen uns. Schwein ist sogar bei euch verboten. Warum ist die Schwein? Schwein, da redest du vom Alten Testament oder Neues Testament? Also gibt es zwei Versionen von Bibel oder was? Falsch. Ich frage dich nochmal. Redest du vom Alten Testament oder Neues Testament? Ich rede von beiden. Jani, warum? Siehst du, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Nein, ich frag dich so. Alles ist mir erlaubt, gibt's aber neue? Nicht alles. Bist du jetzt auch neu oder was? Alles ist mir erlaubt, alles ist nicht, aber ist nicht, alles ist nicht erbauend, also nicht nützlich. Wir dürfen Schwein essen, wir dürfen auch Alkohol trinken. Das sind Umwelt und wir müssen das. Ich fang jetzt nochmal. Jetzt alles machen oder was? Okay, egal, nicht so schlimm. Wir dürfen nicht alles machen, wir dürfen das nur in so Maßen machen. Wir sollen es nicht übertreiben. Wenn du jetzt zum Beispiel Alkohol trinkst und es übertreibst. Und das steht in der neuen Version? Alles ist Neues Testament. Steht das in diesem Neuen Testament? Ja. Und wer hat dieses Neue Testament geschrieben? Du meinst, wer den Neuen Testament verfasst hat? Das musst du sagen. Oh, Bruder, Walla, Billa, ich schwöre, ihr seid so lächerlich, dein Gott. Der Verfasser wir sehen, wer also recht hat und wer nicht, tamam? Möge Gott dich recht leiden. Ich wünsche dir das Beste vom Herzen und so. Ich weiß, Bruder, du bist Christ und so. Guck, du schüttest so schon deinen Kopf und so, weißt du? Aber alles schon und gut. Du wirst am Ende sehen. Bruder, wir brauchen nichts sehen. Dein Buch hat nicht mal Prophezeiung. Bitte, Bruder, bitte. Mach dich nicht lächerlich, Bruder. Am Ende werden wir sehen. Nein, du verstehst nicht. Ich versuche nur zu helfen. Dein Buch hat keine Prophezeiung. Deine Hilfe bringt mir nichts. Du brauchst Hilfe. Sex. Kann ich Bruder, unser Herr Jesus Christus hat uns wenigstens Prophezeiungen genannt oder gegeben, die auch wirklich eintreffen. Wie hat Jesus gebetet? Dein Buch? Wie hat Jesus gebetet? Zum Vater im Geist. Sag uns mal, wie hat Jesus denn gebetet? Wie hat er gebetet? Hat er nicht seinen Stern auf Boden gehabt? Okay, und zu jetzt frage ich. Und zu wem hat warte, er gebetet? Warte mal bitte kurz. Philipp, Bruderherz, warte ganz kurz. Zu wem hat er gebetet? Er hat zum Vater gesprochen. Ja, zum Vater, zu sich selbst? Wie kann man zu sich selbst beten, Bruder? Warte, wir machen jetzt eins nach dem anderen. Ich helfe dir, okay? Kein Problem, alles gut. Guck mal. Das ist meine Frage. Also, wenn du als Moslem betest, darfst du nach oben gucken oder darfst du nur nach unten gucken? Kommt drauf an, ob du schon im Sitzen bist. Nein, ich frag dich nochmal. Darfst du als Moslem wenn du betest, nach oben gucken, ja oder nein? Nein. Was? Man muss auf den Boden gucken, wenn man betet. Aha, Knockout. Knockout. Wie bitte? Vorbei. Knockout. Bruder. Weil als Jesus gebetet hat, hat er nach oben geguckt. Du willst mir das sagen jetzt. Wo steht das? Dann schlag uns mal den Bibelvers aus. Bibelvers? Schlag uns, welche Testament? Schlag uns diese mal neue den oder Bibelvers und zeig uns das mal. Diese neue oder diese alte? Du hast gesagt, Jesus hat gebetet. Diese neue oder diese alte, ich frag ja nur. Ich weiß es nicht, zeig uns das. Das ist dein Bibel, nicht mein Bibel. Warum redest du, wenn du keine Ahnung hast? Ich stelle ja Fragen, oder nicht? Ja, aber du hast gesagt, warum hat Jesus gebetet wie ein Moslem? Von wo hast du das?
Der hat seinen Stirn auf Kopf gehabt. Der hat seinen Stirn auf den Boden gehabt. Nein, nein, ich frage dich nochmal. Klar. Von wo hast du das? Oleg, das steht in Bibel. Das steht überall. Guck mal, das steht überall. Ich brauche mich jetzt auch nicht so. Ah, jetzt ist er rausgegangen. Merkt ihr, Leute? Merkt ihr, Leute? Genau da ist das Problem. Merkt ihr, Leute? Genau da ist das Problem. Die wissen es nicht, aber die reden darüber. Leute, keine Sorge. Ich weiß, dass es im Matthäus-Vers ist. Alles gut. Macht euch keine Sorgen, Leute. Aber Leute, merkt ihr was? Das ist der Wahnsinn. Ja, die wissen es nicht, oder? Aber die wollen darüber reden. Und das ist krass. Unglaublich. Ne? Typisch Moslems. Das ist Wahnsinn. Ne? Nehmen irgendwelche Argumente von irgendjemandem und wollen mitreden. Aber die wissen nicht. Das ist Wahnsinn. Jetzt. Jetzt kommt es. Was? Nochmal? Vorhin hast du ihn gesagt, Kufarland wegen Deutschland. Aber Albanien ist das erste Kufarland der Welt. Albanien? Nein. Doch, ich weiß. Geh mal auf Internet und schreib, was ist beliebteste Getränk in Albanien? Das ist Raki. Raki ist viel schlimmer als Wodka. Ach so, wegen den Getränken. Ja, das kann sein. Das kann sein. Das kann wirklich sein. Die essen fast alle Schweine und die kommen erst, wenn sie nach Deutschland kommen, die sind dann mit Türken und Araber zusammen, dann werden sie auf einmal so streng Moslem. Aber als sie das ist schon ein Widerspruch in sich, aber naja. Ja, das ist ein starker Widerspruch in sich, aber Kollege Heya, hör auf zu lügen da unten, du bist selber rausgegangen. Keiner hat dich gekickt. Du bist so ein Lügner. Du lügst schon, sobald du schreibst. Ja. Du wolltest uns aber was zeigen mit diesen Dings, noch was Lustigeres. Ja, ich zeige euch auf jeden Fall auch gleich was. Warte, ich hol mal den anderen hoch. So, jetzt. Bonjour. Bonjour, was können wir denn für dich tun? Also ich habe eine Frage, ich habe keine Ahnung so. Ich wollte dich was fragen, Alte Neue Testament. Also, den brauchst du auch gar nicht erst fragen, wenn du keine Ahnung hast, weil du bist Moslem. Ich weiß, dass du Moslem bist. Du hast keine Ahnung, aber du willst Fragen stellen. Nein, ich erläutere mich mal. Vielleicht werde ich dann Christ, weißt du, was ich meine? Du wirst in 100 Jahren kein Christ. Du bist fest von deiner Religion überzeugt, ich weiß es. Also, habt ihr jetzt zwei Bibel oder wie? Guck mal, weißt du, was bei euch das Problem ist? Weißt du, warum du gerade gesagt hast? Ich weiß das nicht. Kannst du mich erläutern? Lass mich mal ganz kurz ausreden. Weißt du, warum du gerade eben gesagt hast, du hast keine Ahnung? Weil du genau weißt, dass du dein Buch nicht verteidigen kannst. Und deswegen kamst du gleich mit dieser Attitude hier rein. Ich kenne euch schon. Ich bin Atheist. Nein, du bist Moslem. Nein, ehrlich, ich bin Atheist. Ich suche nach dem Glauben. Okay, dann frage ich dich. Ich stelle dir eine Frage. Sag, dass Mohammed nicht dein Prophet ist. Bitte? Sag, dass Mohammed nicht dein Prophet ist. Mohammed ist nicht mein Prophet. Nein, sag es richtig. Mohammed ist nicht mein Prophet. Aber erklär mir das mal mit diesen Büchern so. Sag mal, Mohammed ist nicht mein Prophet. Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist nicht mein Prophet. Sag das mal. Ich bin am Forschen und ich bin, erläuter mich mal, du hast so viel Ahnung. Ich will, dass du mich erläuterst so. Sag mal, Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist nicht mein Prophet. Sag das mal ganz laut. Also ich bin, sag mal so, auf der Suche. Sag mal, Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist nicht mein Prophet. Sag das mal. Erklär doch mal diesen Unterschied. Sag mal, Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist nicht mein Prophet. Sag das mal bitte. Hab ich doch eben. Sag das mal bitte nach, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam nicht dein Prophet ist. Sag das mal bitte. Ich bin auf der Suche, ja. Deswegen. Okay. Ich wiederhole mich 10.000 Mal, bis du es gesagt hast. Siehst du, du bist ein Lügner. Nein, warum? Warum lügt ihr so dreckig? Warum? Ich bin 100% Moslem. Weißt du, was ich meine? Ich bin auf der Suche. Warum lügt ihr so dreckig? Warum lügt ihr so ekelhaft? Ich bin auf der Suche. Sag einfach, Mohammed ist. Du hast gerade eben vor 300 Leuten gesagt, du bist Atheist. Ja, aber nicht anerkannt. Warum lügst du? Nicht richtig 100%. Ich bin auf der Suche. Aber warum lügst du dann? Weil ich lüge nicht. Schau mal, du hast dir selber ein Dings gegeben. Du hast gesagt, du bist Atheist, dann bist du überzeugt, dass du Atheist bist oder nicht?
Ja, aber er kann mich doch aufklären. Was ist hier? Warum habt ihr zwei Bücher? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben nicht zwei Bücher, wir haben ein Buch in das verschiedene. Nein, nein, Bruder, Bruder, gib ihm nicht diesen Zucker. Warum sagt man dann Zweites Testament, erste. Warum sagt man sowas? Warum? Also, zwei Bücher? Ich stell dir jetzt eine Frage. Bist du Atheist, ja oder nein? Ich bin auf der Suche, ich weiß ganz genau nicht so richtig, was ich so. Ja. Guck mal, du verleugnest sogar deinen Propheten. Sag mal jetzt. Vielleicht werde ich zum Christen. Du verleugnest deinen Propheten. Antworte mal auf meine Frage. Geh erstmal darauf ein. Du bist doch hier am aufklären. Vielleicht will nein, du kommst hier und lügst im Namen deines Gottes. Du lügst nein, schon nein. Im Namen deines Gottes und verleugnest sogar noch deinen Propheten. Nein, nein, habe ich nicht gemacht. Ich bin nicht 100%. Natürlich verleugnet. Nein, also ist er doch dein Prophet. Ich bin kein 100%iger gläubiger Moslem, sondern ich bin auf der Suche, ja. Und deswegen frage ich dich, ja, du hast da, so wie es aussieht, sehr viel Ahnung. Und dann wollte ich dich jetzt fragen. Also, wenn du von dir aus selber schon sagst, du bist nicht ein 100%iger gläubiger Moslem, dann frage ich dich, warum hast du dann den Islam angenommen? Ich bin reingeboren. So wie du. Oder? Du bist, ich denke mal. Kann ich dir was Persönliches fragen? War dein Vater Muslim oder Christ? Wie bitte? War dein Vater Muslim oder Christ? Mein Vater ist Christ. Warum hast du überlegt? Wie bitte? Warum hast du überlegt? Du hast gezweifelt, du hast Christ. Du hast gelogen. Nein, mein Vater war Christ. Du hast gelogen, hundertprozentig. Was verdrehst du hier meine Worte? Du weißt schon. Ich habe gesagt, Christ, was meinst du, überlegt? Nein, ey, du lügst auch. Habe ich erwischt, ich habe dich erwischt. Kollege, ich brauche hier nicht lügen. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist, ich brauche gar nicht lügen. Warum überlegst du, wenn ich die Frage, ob dein Vater Muslim oder Christ ist, warum überlegst du? Mein Vater war Christ, habe ich gesagt. War. Ganz normal. Nein, du hast gezweifelt. Du hast eine Sekunde hast du gewartet, danach hast du geantwortet. Du, ich habe Menschenkenntnis, ich sehe das. Nein, ist auch egal. Was redest du für einen Unsinn? Ist auch egal. Du bist auch nicht ehrlich. Also ich habe ehrlich das Gefühl, so, ist dein Vater, der ist bestimmt nicht mehr in Deutschland, der ist irgendwo in Ghana, ja? Oder wo ist der? Und er ist ein Moslem. 100%. Ja, der ist ein Moslem. Das weißt du. Ja? Dann erzähl mal weiter. Jetzt habe ich dir erwischt, ne? Dann erzähl mal weiter, ich höre dir zu. Was soll ich erzählen? Ja, du weißt ja anscheinend über mein Leben. Erzähl mal weiter. Jetzt bist du neugierig. Flex kann Menschen sehen. Jetzt ist er neugierig, ne? Flex, er kann Menschen erkennen, aber er hat nicht erkannt, dass ein Prophet ein Pedo ist. Guck mal, jetzt beleidigst du. Egal, nein, wir beleidigen nicht. Alles gut. Warum beleidigst du? Kafka, erzähl mal weiter. Wir hören dir gut zu. So sinnlos, ne, das Mädchen unten, ehrlich. Lass die Schwester, lass die. Was soll ich erzählen? Wir hören dir zu. Entlarvt. Sag ich nur. Ich hab das, also ich weiß das, dass du deswegen so, weißt du, Anti-Moslem bist, weil dein Vater Moslem war. Du belach mir nicht, 100%. Jetzt guckst du so, ne? Erwischt. Ja, das ist unglaublich. Ja, erzähl mal jetzt. Erzähl doch mal. Gut, er guckt. Sag mal jetzt. War dein Vater Moslem oder nicht? Sag mal ehrlich jetzt, komm unter uns. Vor 300 Leuten. Ich schwöre, dass dein Vater kein Moslem war. Wir dürfen als Christen nicht schwören, aber mein Vater war nie Moslem. Mhm. Ja. Leute, ja, ich muss jetzt gehen, aber ich habe die entlarvt. Jetzt wisst ihr das, Leute. Dein Vater war Moslem. Ja. Okay, alles klar. Ich kenne dich mehr als du. Okay. Bis später. Bis dann, ja. Ciao. Ey, Wahnsinn.
Oh. Leute, da fehlen mir wirklich die Worte. Da fehlen mir... Wisst ihr, das sieht ungefähr so aus, Leute. Guckt mal, so ungefähr sieht das aus. So. So wie auf diesem Bild. So ungefähr müsst ihr euch vorstellen. Mehr muss ich nicht dazu sagen. Ne? Leute, das ist der Wahnsinn. Leute, das ist echt der Wahnsinn. Also ich muss da nichts mehr hinzufügen. Ne? Leute, das ist doch krank. Leute, aber eine Sache muss ich schon sagen, das ist schon traurig. Das ist schon echt, also wow. Leute, wow. Das ist wirklich richtig traurig, ist das alles. Ihr könnt mit den Leuten reden, ich bin gleich da. Bruder, Philipp, Sugar, ihr könnt übernehmen, bin gleich wieder da. Hallo? Hallo, Daniel. Hallo. Ey, Philipp, du meinst noch, du supportest die Israelis, wa? Ja. Bruder, weißt du, dass die schon 4,5% der gesamten Bevölkerung getötet haben? Weißt du, was das heißt? 4,5%? Okay. Ganz Berlin. Darf sich Israel verteidigen? Natürlich darf sich Israel verteidigen, aber ich meine, ja, ich supporte auch kein Palästina. Ich supporte auch kein Palästina. Ja, aber das da hast du deine Antwort. Ja. Nein, das heißt, du bist ein schlechter Mensch. Du bist ein schlechter Mensch, ganz einfach. Ach, du bist ein schlechter Mensch. Also, du willst mir sagen, 25 arabische Länder gegen ein Israel, dann ist Israel schlecht? Oder wen habt ihr denn bitte hinter dir? Hinter euch? Denkst du, Israel steht alleine da? Ihr habt die größten Weltmächte hinter euch. Ich bin kein Israelit, erstens. Dann hör auf. Die Regierung, die Netanyahu, die größten Zionisten der Welt, die Kinder töten und vergewaltigen, zu supporten. Ja, das Problem ist, kennst du die Bibel? Ich interessiere mich nicht für die Bibel. Ich interessiere mich für gar keine Religion. Dann rede nicht von Israel. Für gar keine Religion. Weil unser Gott, der ist Israelit. Unser Herr Jesus. Und Sugar Mel, wenn du noch einmal sagst, der islamische Prophet war doch, pädophil, das sind so ekelhafte Wörter von euch, das ist so ekelhaft. Ihr macht genau das Gleiche, wo ihr zum Beispiel sagt, den Wahhabiten oder so, die reden so schlecht über uns, die sagen das und das über uns. Und ihr macht genau das Was Gleiche. Was hast du gesagt, das sind eklige Wörter? Was? Ja, diese ekligen Wörter, die du sagst. Oha, ich bin mit dir einverstanden, das dachte ich mir auch, als ich Koran gelesen habe. Was? Genau das dachte ich mir auch, als ich diesen Hadith gelesen habe, wo Aisha sagt, ich war 6, als der Mohammed gekommen ist und mich geheiratet hat und das mit 9, sie haben dann Ehe vollzogen. Ich dachte mir genau das Gleiche. Was glaubst du denn, was dein Jesus 600 Jahre vorher gemacht hat? Yeah. Was glaubst du, was Jesus 600 Jahre vor Mohammed gemacht hat? Ja, sag mir das mal. Erzähl mal. Denkst du, da gab es nicht sowas? Denkst du, es gab keine Christen, die irgendwelche Kinder vergewaltigt haben oder sonst was gemacht haben? Und damals waren ganz andere Sitten. Was? Was hat er? Du hast mir nicht zugehört, Daniel. Ja, Der Herr Jesus Christus hat Israel erschaffen und auch sein Volk. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das berechtigt Netanyahu, 4,5% der Palästinenser zu töten, was ganz Berlin entspricht? Wie viel Mal wurde Israel angegriffen? Einmal? Zweimal? Ja, deswegen hasst auch Satan Israel, deswegen wird er auch alles in Israel lenken, oder? Du bist einfach ein hasserfüllter Mensch. Hasserfüllt? Bibi, okay. Netanyahu. Okay, dann Hauptsache meine Bibel. Lest mal Römer 11, 26. Ey, ich hab dir gerade eben gesagt, du Vollhorst, ich interessiere mich für keine Religion. Mir geht's um das Politische, dass du politisch Israel unterstützt. Wenn dir das Land Israel wichtig ist, juckt mich nicht. Hallo. Aber du bist ein ekelhafter Provokant, der Netanyahu bevor wie nennt man das, Mann? Gut heißt. Wo habe ich gesagt, dass ich Netanyahu gut heiße? Der Bruder vor Also eine Sache muss ich sagen. Wenn du mit Respekt hier reinkommst, dann werden die Leute respektvoll mit dir sein. Aber wenn du anfängst, deine Stimme zu erheben, gegen die Brüder schon so zu reden, ich sag dir eine Sache, dann wollen die Leute hier in dem Chat dich auch nicht mehr haben.
Guck mal, wir haben einen Moslem vorhin hier drin gehabt. Davor, ganz am Anfang, der war so respektvoll. Keiner hier drin hat den beleidigt. Egal wer, keiner hat den beleidigt. Sei respektvoll und du kriegst keinen Shitstorm. Alles ist gut. Jeder ist normal mit dir. Ja, wir sind nicht so wie die Gummibärbanden, dass wir hier jemanden beleidigen oder so. Patrick, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Danke. Deswegen bleib entspannt, denn ist alles gut. Wenn ich aber merke, dass du jetzt schon weiterhin beleidigen möchtest, erstens, das, was wir hier machen, Patrick, jetzt übertreib doch nicht, Patrick, ich küsse doch dein Herz, Bro. Daniel, ganz einfach, bitte. Ja, rede normal und dann ist okay. Wenn du das nicht kannst, wenn du dich nicht beherrschen kannst, dann bist du hier im falschen Channel. Weil wir machen das nicht so wie die Gummibärbanden. Ganz einfach. Das hier ist Flex Stream. Das heißt Respekt. Keiner beleidigt. Wir bleiben respektvoll. Wenn du das nicht kannst, dann musst du rübergehen zu deiner Gummibärbande und dann kannst du dabei jedes zweite, dritte Wort beleidigen. Ja, weil diese Gummibärbande reden über Gott und jedes dritte Wort ist schon eine Beleidigung. Und das sind wir nicht. So, die Beschränkung, ich habe den jetzt rausgeschmissen, sonst haben wir diese Beschränkung. Keine Ahnung, was er da jetzt gemacht hat. Durch ihn haben wir eine Beschränkung bekommen, Leute. Ist aber auch nicht so schlimm, Leute, die Beschränkung verschwindet auch gleich. Sehr gut, ja. Durch ihn haben wir eine Beschränkung bekommen, deswegen habe ich ihn jetzt rausgeschmissen. Ja. Ja, ja. Warum wohl, Bruder? Weil wenn er hier anfängt zu beleidigen, ne? Ja, ja, er hat ja beleidigt, deswegen. Deswegen haben wir hier die Beschränkung bekommen. Der Nächste ist auch rausgeflogen gerade. Ja, alles gut. Die Beschränkung ist eh gleich weg. Also von daher, in 9 Minuten ist die Beschränkung weg. Alles gut, Leute. Aber ich musste ihn rausschmeißen, weil sonst, wir sind jetzt erstmal 9 Minuten beschränkt. Die Sichtbarkeit ist jetzt ein bisschen beschränkt. Aber Leute, lasst uns mal das knacken, indem wir mal alle gemeinsam liken. Ne? Und ich würde empfehlen, Leute, die Schwester, die vorhin hier drinne war, wo sie darüber gesprochen hat, wegen dem Zeugnis, ihr könnt alle um 20 Uhr bei ihr reingehen, ne? Ich habe es ja gesagt, jede Schwester, jeden Bruder in Christus unterstützen wir und wir halten niemanden klein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz kurz, Leute, ich mache mich mal selber ganz kurz groß. Ich muss erstmal die Show hier beenden. Genau. Gehen wir zur Schwester Marva rüber. Ja, ganz kurz, dann holen wir mal den Bruder hier hoch. Leute, eigentlich sind wir mit alle Themen durch, bin ich ganz ehrlich zu euch. Wir sind jetzt mit alle Themen durch. Vielleicht müsst ihr jetzt nicht mehr weiter liken, Leute. Ne? Das ist nicht nötig. Das Einzige, was ich jetzt machen würde, Leute, mich ein bisschen auf der Couch relaxen. Ne? Wir haben über Geschwister in Not gesprochen. Wir haben über den einen Landsmann von mir gesprochen. Ich werde ihn noch mal schreiben. Ich werde noch mal hier seine WhatsApp-Nummer mal abchecken. Und ich werde meinem Bruder, ja, der die Seiten gewechselt hat, ja, der den Islam angenommen hat, den werde ich wieder konvertieren, dass er den Christentum annimmt. Aber konvertieren meine ich damit, ich möchte, dass er die Wahrheit erkennt. Und er wird von ganz alleine den Christentum annehmen. Generell einfach nur den Herrn Jesus Christus folgen. Das ist das, was ich möchte. Ja, denn der Bruder ist verloren. Er kam hier rein, hat sich aufgeregt, weil ich darüber aufgeklärt habe. Und Was ist passiert, Bruder? Ganz kurz, was? Was ist passiert? Ist der zum Islam konvertiert? Oder für wen ist der? Ja, das ist jemand ganz, ganz Fremdes. Das ist ein Landsmann von mir. Und Der ist im Islam drinne und wie gesagt, Leute, wenn ich ihn hier reinbringe, Leute, ne, bitte, bitte alle unterstützen, ne, mit den Likes, ihr wisst schon, und immer alle teilen. Und dann werden wir dem Bruder das mal zeigen mit den 2 Sklaven, die verkauft werden für einen, und gehen mal ganz tiefgründig in die Materie rein. Und genau, ne? Nein, nicht J-Love. Wir reden von einem Landsmann von mir. Den werdet ihr früh genug erfahren.
Genau. Ansonsten, Leute, ich sag's nochmal, erstmal ein Herzchen für Jesus Christus, Leute. Alle mal ein Herzchen hier in den Chats, ne? Und ganz, ganz viel Liebe. Und was ich nochmal erwähnen wollte, Leute, ja, ist, Leute, vielen, vielen Dank für den Support. Will ich mich wirklich nochmal bedanken. Mit euch wächst dieser Channel gigantisch, ne? Wirklich gigantisch. Und lasst uns einfach später nochmal live kommen, ne? So Gott will. Amen. Aber ich will jetzt erstmal in die ganze Runde fragen. Auch Philipp, Bruderherz, du kannst auch was sagen, wenn du möchtest. Und alle, die hier drinne sind, was für Themen sollen wir denn später eröffnen? Also später will dieser Marderer reinkommen. Eigentlich, ich will gar nicht debattieren, ja, weil für mich hat sich das erledigt. Schon alleine Prophezeiungen, Heiliger Geist und all diese Dinge. Das sind so Punkte, wo ich sage, so eigentlich müssen wir mit diesen Leuten gar nicht mal debattieren. Aber nichtsdestotrotz, Leute, ich frage euch, über was oder welche Themen sollen wir ansprechen? Leute. Flex, wo steht denn doch mal in der Bibel, das mit den Sauriern und mit Adam und Eva, wann die genau, wann Gott die beiden erschaffen hat? Weil es gibt ja nun auch Urmenschen und alles, ne? Und die haben sie ja die ganzen Knochen gefunden, die ganzen Schädel, verschiedene und Homo erectus, Homo sapiens und wie die alle heißen. Weil das ist mir noch nicht ganz geläufig, weil in der Bibel steht einfach von 600, von 6000 Jahren oder so steht. Und das kann ja nicht sein, weil die Saurier waren ja viel älter. Weißt du was darüber? Tatsächlich, ich muss gucken, das ist, warte mal, wie werden sie in der Bibel bezeichnet? Bitte, Bruder Philipp, helf mir da mal ein bisschen. Wie werden sie in der Bibel bezeichnet als, Tiere boah, mit ich habe langen das Hälsen auch. oder so, ne? Und was steht da mit Tiere mit langen Hälsen? Aber da gab es ja auch, weil das passt irgendwie nicht in die Entstehungsgeschichte irgendwie. Und was ist da falsch? Oder ich verstehe das auch falsch. Weil Adam und Eva waren ja, Weiß ich die das auch sahen ja nicht, nicht aus lieber. wie Neandertaler, ne? Die sahen, oder wie sahen die aus? Oder weißt du, was meinen die waren? Boah, Oder waren die ich schon möchte, Wildtiere und so? da möchte ich nichts Falsches sagen. Lass mich heute noch mal reinschauen und dann kann ich es dir später sagen, wenn das okay ist. War ein bisschen online nachher. Ab 23 Uhr, 0 Uhr ungefähr. Puh, okay. Ja gut, dann schaue ich noch mal, bis da noch. Nee, alles klar. 23 Uhr bin ich auch. Komme ich auch noch mal kurz Leute, rein. Leute, sehr gut. Ich habe nämlich ein Thema. Frauenrechte im Christentum, Frauenrechte Islam. Da können wir uns das mal ganz genau anschauen. Oh ja, das Genau. wollte ich gerade. Das hat auch vorhin So. eine hier reingeschrieben, Bruder. Ich habe ihren Namen vergessen. Da hat sie auch geschrieben. Ja, ich habe es gesehen. Ja, sehr gutes Thema. Das wird ja wieder ein Leute, klarer Punktesieg für das Christentum. Aber das ist ein richtiger Knockout. Frauenrechte in der Bibel, Frauenrechte Islam. Oh. Oh, tut weh. Ganz böse. Das wird ganz böse, Leute. Frauenrechte im Christentum, Frauenrechte im Islam. Hast du das noch von Rob Christian, Bruder, fotografiert, das eine mit Frauen? Tatsächlich, ja, ich hab's immer noch Ja, dann irgendwo, musst ja. du später machen, ja. Ja, also Leute, das wird Okay. sehr, sehr interessant. Also wir werden nachher, wie gesagt, nochmal darüber streamen, werden wir nochmal darüber sprechen, Leute. Ich bin einfach mal gespannt, ne? Aber wichtig ist, Leute, ich erwähne das nochmal offiziell an alle, die hier drinnen sind. Wir beleidigen sie nicht. Wir bleiben respektvoll. Egal was, keine Beleidigungen in meinem Stream, Leute. Wir sind nicht so wie die Gummibärbande, Leute. Ich sag's nochmal. Wir beleidigen sie nicht, ja. Und wenn sie anfangen zu beleidigen, schmeißen wir sie eh raus. Na klar, ich meine, die Reaktion, das sehe ich dann von euch dann und dann schmeißen wir die dann auch raus. Gar keine Frage. Solange sie respektvoll sind, ist alles okay. Und merkt euch eine Sache. Wir beleidigen nicht. Ganz wichtig, ne? Am Very besten ist es ja auch, dass wir hier, also dass ihr das dann teilt,
Leuten, zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel Freundinnen habt, die jetzt Muslima sind, dass sie das auch erkennen und auch entscheiden können und selber nachprüfen können. Absolut. Das ist die Wahrheit, ja. Teilt es auch an eure muslimischen Freundinnen, also ihr, an die christlichen Frauen, an unsere Schwestern. Teilt es und dann zeigt ihnen auch die Wahrheit auf. Hey, aber Leute, mir ist eine Sache aufgefallen. Eine Sache ist mir aufgefallen bei euch, Leute. Sag mal, kann es sein, dass ihr euch schämt, bei mir hochzukommen, Leute? Die meisten Geschwister und Brüder, die habe ich schon, die sehe ich nie bei mir hier oben. Aber da unten schreibt ihr, aber hier oben kommt ihr, was ist denn mit euch, Leute? Schämt ihr euch? Wollt ihr nicht mit Flex reden? Was ist denn mit euch, Leute? Das gefällt mir nicht. Ich sehe immer die gleichen bei mir hier oben. Wie wäre es mal, wenn wir mal ein bisschen so einen Switch mal reinbringen, Leute? Ne? Ja, das an das Brüder, Geschwister, genau. Schämt euch bitte nicht. Kommt doch einfach hoch, wenn ihr wollt. Ja. Also wir haben hier welche, die haben genügend Follower. Hört auf so zu tun. Ich hab euch, Mann. Ja. Ich hab euch, Mann. Ich hab euch, Leute. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, Mann. Ich hab euch schon in anderen Streams schon gesehen, Leute. Ich bin CIA. Ne, Leute? Ne? Das ist einfach so. Leute, schämt euch nicht. Nochmal, wenn ihr hochkommen wollt, wenn ihr mitreden wollt, Leute, dann kommt einfach hoch, schämt euch nicht. Patrick, Bruder, ich küsse dein Herz. Danke für die Geschenke. Ne? Was ist eigentlich der Bruder Marusch? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Marusch, du, keine Ahnung, was mit Marusch ist. Ich weiß nicht. Also, ich möchte da auch nicht den ärgern, nerven oder so. Ne? Vielleicht kann sein, der braucht seine Auszeit. Kann sein, der will einfach seine Streams machen. Ich habe keine Ahnung, was bei Marusch ist. Ne? Naja, habt ihr schon lange nicht mehr gesehen, deswegen. Ja, keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall an die Brüder und Geschwister, alle, die hier drinnen sind, ja, nochmal, ich erwähne das nochmal, Leute, ja, schämt euch nicht, bleibt stark gemeinsam, unterstützt die Brüder und die Geschwister, prüft die Geister, ganz einfach, ja, und lasst uns gemeinsam stark sein, Leute, das war's. Ne, das ist das Einzige, was ich von euch will. Mimi, danke, Bruder. Ne, deswegen bleibt bitte stark. Und so Gott will, wenn ich nicht in Land der Träume gehe, dann sehen wir uns nachher. Ne? Und ich lese auch eure Chats. Ari, Vagabonita, ich küsse dein Herz, Schwester. Ne? Und alle, die hier drin sind, ich glaube, mehr muss ich nicht hinzufügen. Vielleicht ihr seid wirklich die Beste, wenn das ernst. Schau nochmal wegen den Sauriern. Und bevor also ich gehe, ganz kurz, my life, ganz kurz. Bevor ich gehe, ja, an die Brüder und die Geschwister, das ist nicht nur mein Channel, das ist auch euer Channel. Okay, Leute? Ich hoffe, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt. Mein Channel, das ist nicht mein Channel, sondern es ist auch euer Channel. Das heißt also, wenn ihr unbedingt einen Dialog hier führen wollt, ich gebe euch die Möglichkeit, Leute. Und das meine ich ernst. Ihr könnt hochkommen, ihr könnt die Themen eröffnen, ich lasse meinen Stream an und ihr könnt darüber reden, wie es euch gefällt. Ne? Solange jeder respektvoll ist, ist alles okay. Nutzt es bitte, Leute. Und ich meine das ernst, Leute. Dieser Stream ist auch euer Stream. Es ist nicht mein Stream, es ist auch euer Stream. Ich sag's nochmal. Ne? Ja. Mehr muss ich nicht hinzufügen. Ne? So, MyLife wollte noch was sagen und dann machen wir eine Pause. MyLife. Ja, ich wollte nochmal sagen, wegen der Entstehungsgeschichte, wie lange wieder Gott das gemacht hat mit den ganzen Tieren, weil das mit der Eiche Noah, das waren ja normale Tiere so aus Afrika mäßig, ne? Und aber was war mit den Sauriern und so und den ersten Menschen und so mit Adam und Eva, das für mich ist das irgendwie noch nicht so ganz schlüssig da mit den Neandertaler und Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens oder wie die alle heißen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und weil in der Bibel steht irgendwas mit 6000 Jahren, aber das kann ja nicht sein, weil die Saurier, sie sind ja viel älter. Ja, ja.
Ja gut, wie gesagt, da muss ich nochmal reinschauen. Ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen. Ich muss es jetzt erstmal selber lesen, damit ich Klarheiten habe, weißt du? Ja. Genau. Sehr gerne. Also Leute, ne? Wir haben schon so viele Likes, Leute. Wir sind schon bei 160.000 Likes. Wisst ihr, warte, ich hole mal den Bruder hoch. Der will unbedingt hoch. Der hat nie geredet bei mir hier oben. Den lassen wir jetzt mal kurz mal reden, den Bruder. Hi, Alex. Shalom, so. Alle zusammen. Shalom, Bruder. Ich küsse dein Herz. Wie geht's dir? So, ganz gut. Und selbst? Auch gut. Möchtest du was der Community sagen, Bruder? Ja, zu dem Thema mit den Dinosaurier. Ich meine, wir gehen ja immer davon aus, ne? Gott, okay, hat weißt du ganze... was? Ja? Ich lass dich reden, Bruder. Du kannst den Stream haben. Wenn ich zurückkomme, dann machen wir aber eine kleine Pause, okay? Das heißt also, ich lass dich jetzt reden, so lange wie du willst. Ne? Ja. Ich muss nur kurz was machen. Der Stream gehört dir, Bruder, okay? Ja, okay. Also ich wollte nur ganz kurz zum Thema Dino was sagen. Mach, ich bin gleich wieder da. Alles gut. Okay. Ja. Also mit den Dinosaurier, ich meine, wir gehen ja davon aus, dass Gott die Erde erschaffen hat. Und Gott hat ja auch Adam und Eva erschaffen. Und Adam und Eva waren ja auch als Erwachsene geschaffen, also nicht als Baby, ne? Also die sind nicht groß geworden. Und was hindert Gott daran, quasi eine Erde zu erschaffen, die schon eine Geschichte hat? Ja, also sprich mit Dinosaurier und etc., ne? Also es ist ja alles. Ja, nicht. Aber wann sind die Adam und Eva entstanden? Das wollte ich genau wissen. Weil, verstehst du, weil die Menschen sind ja auch schon unheimlich lange auf der Welt. Also die sollen angeblich von Affen abstammen. Da gibt's ja auch wissenschaftliche Belege, ne, und Knochenfunde und das kann ja nicht ausgedacht sein, oder meinst du, das ist ausgedacht von Menschen? Das sind ja, es heißt ja nicht umsonst Evolutionstheorie. Ja, also es gibt keinen hundertprozentigen Beleg für diese Evolution, wie sie Charles Darwin erklärt hat, ja. Wenn man nach Die Knochen haben sie gefunden. Ja, aber trotzdem gibt es ja keinen wissenschaftlichen Beleg, dass das wirklich so abgelaufen ist. Weil es ist halt so, dass wenn man sich das in der Tierwelt anguckt, ne, diese Evolution, wie die sich weiterentwickeln, dass jede sich weiterentwickelte Generation die vorige ausgelöscht hat. Ja, das heißt, es dürften heute auch keine Affen mehr geben. Ja, und ja, aber mit den Sauriern und alles und die ersten Menschen sowieso, und das waren ja die Steinzeitmenschen, die haben dann Feuer machen empfunden, dann hatten sie so kleine Waffen, Handkeile, Mammuts und so, das gab's ja auch alles. Also das irgendwas mit, ich weiß nicht, irgendwas ist da, keine Ahnung, auch mit den Arche Noah da und so, das ist so, glaube ich ja auch alles, aber wie schon gesagt, es gab ja Saurier auch, das ist ja erwiesen. Also für mich zählen nur Fakten immer, weißt du, was ich meine? Das muss man widerlegen können, weil sonst nicht hier wie im Koran da irgendwie Allah hat ein Kleid an und so, habe ich jetzt heute gehört und so ein Scheiß. Das interessiert mich gar nicht so. Ich brauche Fakten, was ich nachlesen kann, was historisch, geschichtlich und auch archäologisch nachvollziehbar ist. Und die Bibel ist ja sonst komplett für mich nachvollziehbar. Mhm. Nur diese eine Sache, das stößt bei mir, ich denke da immer drüber nach so, ne? Also das ist für mich so. Was meinst du? Das ist so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil für mich sind mal Adam und Eva ein ganz normales Pärchen schon so, ne? Also die waren schon komplett weit so entwickelt. Kann ja sein, dass der Gott das so gemacht hat, dass er vorher erstmal getestet hat mit den Sauriern und so, ne? Das glaube ich nämlich eher, ne? Also weißt du, was ich meine? Ich hab irgendwann mal gehört, also diese, ich glaube Leviatare, so wurden sie genannt in der Bibel, die Dinos. Ich glaube, das waren Leviathan. Ja, da steht auch die Tiere mit langen Hälsen. Das steht irgendwo in der Bibel. Ich weiß aber nicht mal, wo das steht. Das ist ja ein Brontosaurus mit gemeint, ne? Und diese mit diesen langen Hälsen. Aber es gibt halt auch Saurier, die waren ja größer halt, Trikoratops und was weiß ich, was dann, die kennst du ja auch alle mit den drei Hörnern da und Tyrannosaurus und so. Das sind ja, vielleicht hat Gott die ja auch irgendwie schon, dass er da irgendwie das schon mal geprobt hat oder so, weißt du, was ich meine? Experimentiert, bevor er eine heile Erde schafft, also oder mit Menschen es richtig loslegt. Ich weiß es nicht, aber es gibt dann mit Mammuts und so, das ist alles so, weiß ich nicht. Das ist ja voll zigtausende von Jahren. Life. Ja. Wenn du dir was empfehlen, dann so zu anschauen, der ist ein super Prediger, der Werner Gitt heißt der. Ja. Wie passen die Dinosaurier und andere ausgestorbenen Tiere in die Bibelgeschichte?
Ja. Da musst du Dinosaurier und die Bibel geben und da musst du Werner Gitt eingeben. Und der erklärt das dir von Anfang an bis. Der hat das auch so super Repräsentation gemacht. Werner Gitt. Okay. Mhm. Ja, der ist auch gut. Ich schreib's dir hier. Ich merke mir das. Ich merke mir das im Kopf auf jeden Fall. Nicht Werner. Ich bin gerade so. Warte. Nicht Werner. So, Werner Gitt. Ja, ja. Nee, das hier ist ja bei YouTube. 100% bei YouTube. Ja. Dinosaurier und die Bibel. Genau. Mhm. Ich weiß nicht, ob Roger Libi sich mal dazu geäußert hat, eventuell auch. Der Bruder Roger, der geht eher auf so Offenbarungsgeschichten ein, auf so Sachen wie zum Beispiel, erklärt es auch mit dem Passamal und mit diesen israelischen Sitten und Gebräuche, was die gemacht haben damals. Aber vor Informationen von jetzt Dinosaurier weiß ich nichts von Roger Libby. Aber er hat mal er hat mal von erster Buch Mose, also komplett biblisch, also auch die Örker und alles, er war ja auch in Israel. Er hat auch diese ganzen Städte besucht und alles und er hat es dann auch auf die Bibel verfasst. Eine sehr, sehr gute Präsentation, was die beiden Brüder machen, Werner Gitt und Roger Libby. Also dieser, der hier immer bei dem anderen ist, wie heißt er, mit dem Paul, dieser Italiener, der mit seinem Kumpel, der immer mit dem der immer diese Sachen aufklärt hier mit, wie heißt es denn, mit den Freimaurern und so. Diese beiden sind ja auch, wie heißt es, Neugeborene, ja? Wen meinst du? Meinst du Reza und Amir? Warum zusammen? Meinst du Pavlos? Pavlos, so genau, den meine ich und seinen Kumpel. Ex-Muslim, den kenne ich ja auch. Alles gut, der ist ja der beste Mann. Weil den habe ich noch nicht gefragt wegen den Sauriern. Das wollte ich eigentlich auch machen, weil der weiß da auf jeden Fall auch eine andere Wort drauf. Aber dieser Kumpel von dem Paulus, wisst ihr, was ich meine? Der hat vorhin, weil ich mit dem live gesagt, nee, der glaubt das nicht. Der glaubt, dass die Erde 6000 Jahre nur alt ist. Also wie das steht irgendwie in der Bibel und da habe ich gesagt, das kann nicht sein, also weil das muss irgendwie, entweder haben sie das, weil die Menschen werden ja nicht angelogen weltweit, das kann ja nicht sein, die Knochen sind ja überall gefunden worden und auf der ganzen Welt lügen sie ja nicht die Leute an, das kann ja nicht sein. Ne? Hi Life, kann ich dazu kurz was sagen, da kurz einhaken? Hallo. Hi, guten Abend erstmal zusammen, Gottes Segen. Bist du damit vertraut, wie überhaupt das Alter von der Erde und von Gestein gemessen wird heutzutage? Ganz ehrlich gesagt, nein. Ich weiß, dass ich das in der Schule hatte, das ist aber auf jeden Fall ein paar Millionen Jahre alt. Ja, also weil das muss man vorher wissen, um dann darauf einen Bezug auf die Bibel zu nehmen. Also es gibt etwas, oder die gängigste Methode, das nennt sich radiometrische Datierung. So. Da nimmt man quasi den Zerfall von radioaktiven Isotopen und misst den. Also es gibt einen Regelzerfall. Und anhand zum Beispiel der Zerfallsrate von Uran in Blei oder von Kalium in Argon kann man sehr genau berechnen, wie alt Gestein und wie alt die Erde ist und andere Dinge wie versteinerte Knochen und so weiter und so fort. Jetzt gibt es die Frage natürlich, und das ist ja ein Thema großer Debatten, ja, wie lässt sich die Evolutionstheorie mit der biblischen Schöpfungsgeschichte irgendwie in Einklang bringen oder harmonisieren? Und das Problem, warum du darauf keine Antwort hast bis jetzt, ist, weil es verschiedene Arten gibt, das zu interpretieren. Es gibt sowas wie eine theistische Evolution, bei der versucht man also den Glauben an Gott und an die Bibel mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu harmonisieren. Man nennt das auch Harmonisierung jetzt in diesem Kontext. Viele glauben, dass Gott die Evolution also als eine Art Mechanismus zur Erschaffung des Lebens benutzt hat. Dann gibt es Leute, die glauben an eine metaphorische oder allegorische Interpretation der Bibel. Heißt, dass die ganze Schöpfungsgeschichte, wie sie biblisch beschrieben ist, metaphorisch und oder allegorisch zu verstehen ist und nicht wörtlich. Und es ist dann am Ende eine Frage deiner persönlichen, also es gibt noch andere, ja, es gibt noch historisch-kontextuelle Analyse der Bibel, verschiedene Sachen, aber es ist am Ende eine Frage deiner persönlichen Überzeugung, inwiefern du das in Einklang bringst. Also ich persönlich bin Anhänger der theistischen Evolution, also ich glaube, dass sich das harmonisieren lässt, aber da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Ja, aber gut, aber die Saurier, die sind, also bist du der Meinung, dass es die Saurier auf jeden Fall gegeben hat?
Ja, selbstverständlich. Gut, also dann sind die auf jeden Fall, wenn man das aus der Forschersicht sieht, Forscher und wissenschaftlicher Sicht sieht, dann muss ja die Erde ist ja dann viel, viel, viel älter. Das heißt, der Gott wird die Saurier, der muss die ja auch erschaffen haben. So, das heißt, die Saurier und die Urzeitmenschen und die Neandertaler und diese von dem Affen, dann, wo man langsam, ihr kennt ja auch dieses Bild, wo der sich langsam aufrichtigt, der Mensch, und dann wird er langsam zum normalen Menschen bis in der heutigen Zeit. So, es kann ja sein, dass der Gott da getestet hat. Also man macht sich, ich mache mir natürlich, das Problem ist, wenn ich finde persönlich, dass man sich keine, also ich mache mir nicht unbedingt Freunde mit der Haltung, aber ich finde, wir tun der christlichen Gemeinde keinen Gefallen, wenn wir wissenschaftliche Erkenntnisse, die durch Experimente bewiesen werden können, einfach als falsch abtun. Deswegen sage ich, ich bin Anhänger der theistischen Evolution und sage, dass sich die Wissenschaft und die Bibel nicht widersprechen, sondern eben sich harmonisieren lassen. Ja, okay. Also wie soll man sich jetzt Adam und Eva vorstellen? Richtig cooler Nasenflex. Wie soll man sich jetzt Adam und Eva vorstellen? Ich bin kaputt, ey. Flex hebt gleich ab, der fliegt mit der Nase gleich an die Decke. Dennis, wie soll man das jetzt sich dann vorstellen mit Adam und Eva? Waren das jetzt mehr so Steinzeitmenschenartige Wesen oder so? Weil die sollen ja, und dann mit der Schlange und so eine Schlange gab es in der Zeit auch noch nicht, glaube ich. Weiß ich nicht, wann die ersten Schlangen rauskamen. Weiß ich nicht. Ist komisch alles, weiß ich so. Ja, und damit machst du jetzt ein Fass auf. Leute, ja? Nimmt es mir nicht übel, aber jetzt machen wir eine kleine Pause. Wir sind ja jetzt schon seit, knappe 3 Stunden sind wir jetzt schon, oder 2 sind wir schon live. Wir machen mal eine kleine Pause. Und genau. Ich würde einfach mal sagen, die Schwester, die vorhin hier drin war, wenn ihr wollt, könnt ihr da reingehen. Bis morgen? Nein, ich bin später da, Leute. Ich bin später da. Ja? Der Papu wollte was sagen. Papu, bist du da? Mein Leid, ich bin dir gefolgt. Wenn du das Thema noch vertiefen möchtest, folg mir auch. Wir können da gerne noch mal schreiben oder ein anderes Mal drüber. Nee, wir wollen das ja nachher sowieso ansprechen. Der Flex wollte sich auch drum kümmern. Mit den Saugern und seine Geschichte. Also die Schwester, die vorhin hier drin war, Marva. Sie hat gemeint, dass sie über ein Zeugnis sprechen möchte. Und ihr könnt alle bei ihr reingehen, ne? Könnt ihr euch das mal anhören. Ich bin mal gespannt. Ich komme auch rein, sobald ich ein paar Sachen hier erledigt habe. Ich wollte eigentlich schon vor einer halben Stunde aufhören, aber der Bruder Big B wollte noch mal ein bisschen darüber sprechen. Seid mir bitte nicht böse, Leute. Wenn es nicht 23 Uhr ist, dann wird es so zwischen 0 Uhr sein, ne, Leute? Okay. Genau. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, ne? Dennis? Ja, alles gut, Flex. Big B? Ja, alles gut. Big B, Philipp, Bruder, Dennis, Papu, alle, die hier drin sind, vielen, 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 vielen Dank für den Support nochmal. Dito. Genau. Und bis später, Leute, ne? Ich küsse euch. Schönen Abend. Bis später, Gottes Frieden. Ciao, ciao. Ey, halt. Bevor ich gehe, alle nochmal ein Herzchen für den Herrn Jesus Christus, Leute. Einmal ein Herzchen, Leute. Ein Herzchen hier in den Chat. Kommt schon, Leute. Das könnt ihr doch. Wird nicht so schwer sein, oder? Geht doch, Leute. Ich küsse doch euer Herz. Okay, danke. Also Leute, dann gehen wir mal offline. Vielen, vielen Dank, Leute, und bis später, Leute. Ciao, ciao. Bis später. Shalom. Ciao, shalom.